Gut, okay. Also, was ist hier gerade Phase? Vielleicht grundsätzlich nochmal zum Ansatz für diejenigen, die jetzt gar nicht dabei waren bei dem Projekt. Die Idee war, dass wir den Vatikanstaat spielen und aber mit einer päpstlichen Agenda. Das heißt, wir wollen nicht großartig modernisieren, wir wollen auch nicht uns irgendwie in eine liberale Richtung entwickeln, sondern wir bleiben schon stramm katholisch-konservativ und unterstützen auch nur die Länder, die ähnlich so sind. Das hat soweit erstmal ganz gut geklappt. Es gibt immer noch einen Papst. Der Papst ist lustigerweise gleichzeitig Kommodore, Admiral unserer Flotte. Das ist der Augusto de Ligiori. Er ist hartnäckig, Forscher, verwöhnt, meisterlicher Politprofi und Marinebefehlshaber-Experte. Nebenbei so. Okay, das war die Agenda. Wir gucken ganz kurz mal auf die Gesetze, dann seht ihr ungefähr, was hier so los ist. Wir sind also, scheiße, eine Theokratie, eine Oligarchie, das Übliche, ne, mit Staatsreligion. Wir haben sogar Agrarismus noch behalten. Kinderarbeit gibt es auch noch, aber das würde ich eigentlich gerne abschaffen. Kirchenschulen natürlich das volle Programm. So, ja natürlich, wie alle Herrscher ist auch er alt. Okay, was ist dann passiert? Wir haben uns sehr gut eigentlich ökonomisch in den ersten Jahren entwickelt. Dazu muss man sagen, ursprünglich gehörten uns diese beiden Staaten und Romagna. Also drei Staaten, drei Provinzen. Das lief alles sehr, sehr gut ökonomisch. Und es entstand aber so eine Art Rivalität zwischen uns und beide Sizilien. Beide Sizilien aber gar nicht so sehr aus politischen Gründen, also nicht aus inhaltlichen Gründen so richtig, denn sie sind tatsächlich immer noch konservativ, was wir eigentlich mögen. Aber die haben sich in den Kopf gesetzt, oder er hier, Ferdinando, dass er Italien vereinen möchte. Und das hat dazu geführt, dass er uns angegriffen hat. Und es gab einen sehr unglücklichen Krieg. An unserer Seite hat zwar Österreich gekämpft, aber da sie relativ schnell Rom erobert hatten, haben wir verloren Umbrien und Romagna. So, das haben wir beim letzten Abend versucht, irgendwie zurückzudrehen. Das hat halb geklappt und jetzt kommt der peinliche Teil. Wir mussten die Osmanen zu Hilfe holen bei dieser Aktion. Und unter Androhung einer osmanischen Offensive auf beide Sizilien ist es nicht zum Krieg gekommen, sondern beide Sizilien ist zurückgesteckt und hat uns Umbrien zurückgegeben. Das war eine große Freude, aber dann ist die Katastrophe passiert. Nämlich, wir waren zuvor, weil wir ja nur noch Rom hatten, in den Markt von Österreich eingetreten. Das war auch sehr, sehr gut, hat gut funktioniert. Wir konnten mit der einen Stadt Rom sehr erfolgreich wirtschaften. Aber in Österreich ist gerade eben, ihr seht es hier am Diplomatic Play, eine große Revolte ausgebrochen, aber keine bürgerliche Revolte, sondern auf der einen Seite halt Kaiser Ferdinand, 83 Jahre alt, auf der anderen Seite ebenfalls eine konservative Fraktion mit Kaiserin Eugenie von Thurnberg. Es ist quasi so eine Art Militärputsch, die wollen ein anderes Kaiserreich dort haben. Sie hat zum Ziel Nationen stärken, er hat zum Ziel weiterhin eine konservative Agenda. Und diese Situation hat zu einem Riesenproblem für uns geführt, denn wir sind jetzt abgeschnitten von unserem Markt. Österreich, wir haben halt keine Hafengrenze mehr zu Österreich. Das heißt, wir sind so richtig am Arsch, um es mal zu sagen. Also so sieht das jetzt aus mit den Marktpreisen. Eine richtige Katastrophe. Und in dieser Situation befinden wir uns jetzt. Das heißt, eigentlich haben wir die Agenda, mit Hilfe von Österreich, idealerweise, vielleicht auch mit Frankreich oder wem auch immer, weiter auf jeden Fall die Romagna zurückzuerhalten und beide Sizilien zu schwächen. Aber im Moment sind wir eigentlich kurz vor dem ökonomischen Exitus. So, und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, über die wir jetzt diskutieren müssen. So, die erste Möglichkeit, also wir haben das schon ein bisschen diskutiert. Die erste Idee war, aus dem Markt auszutreten und in einen anderen Markt einzutreten. Wir sind ja befreundet, das will ich hier auch kurz nochmal zeigen. Diplomatisch haben wir sehr gute Beziehungen zu den Franzosen, zu den Spaniern, interessanterweise auch zu den Osmanen. Und die Franzosen
sehen uns schutzbedürftig an, die Spanier herzlich, die Russen schutzbedürftig, die Osmanen schutzbedürftig, lustigerweise. Also wir haben ganz gute diplomatische Beziehungen. Aber was ich tatsächlich jetzt mal mir erlaubt habe auszuprobieren in eurer Abwesenheit, und das ist ein Problem, wie ich finde, dieses Interface ist, man sieht nicht, solange man im österreichischen Markt ist, in der Zollunion, sieht man nicht, ob zum Beispiel Frankreich bereit wäre, dass wir in ihre Zollunion gehen. Oder wartet mal, sehen wir das über die Diplomatielinse? Könnte ich direkt mal ausprobieren. Zollunion beitreten. Nee, sieht man nicht, weil wir schon in einer sind. Und das ist richtig doof, weil um irgendwo auszutreten und woanders einzutreten, müsste man ja eigentlich wissen, ob das Land einverstanden ist. Kann man aber nicht wissen. Und aus dem Grund habe ich jetzt einfach mal Safe Scam gemacht und habe einfach mal geguckt, was passiert, wenn wir austreten. Bei wem könnten wir eintreten? Und das Ergebnis ist, Frankreich lehnt ab, Spanien lehnt ab, Sardinien-Piemont lehnt ab, Schweiz ist sinnlos, weil die keine Verbindung zu uns haben. Osmanen habe ich ehrlicherweise nicht geschaut, weil es meines Erachtens keinen inhaltlichen Sinn ergibt. Das geht zu weit. Die einzigen, die ja sagen würden, wäre interessanterweise Russland. Aber auch das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil Leute, die sind noch nicht mal katholisch. Das geht gar nicht. Was ich aber interessant fand, das wusste ich spielmechanisch noch nicht. Der Grund, warum die ja sagen, ist wirtschaftlicher Imperialismus. Russland will den eigenen Markt ausbauen und isolierte Länder öffnen. Also alle, die wirtschaftlichen Imperialismus haben, die kriegen einen heftigen Bonus bei der Zusage, dass man in ihren Markt geht. So. Okay. Das heißt, das wäre möglich, aber ich weiß nicht, es kommt mir nicht politisch nicht gut vor. Jetzt haben wir also zwei Möglichkeiten. Erstens, wir warten ab, bis diese Revolte beendet wird und gehen dann in den Markt des Siegers. Allerdings kann diese Revolte sehr, sehr Bürgerkrieg sehr, sehr lange dauern. Und in dieser Zeit, das kann ich euch jetzt schon mal versprechen, werden wir sowas von ökonomisch an die Wand fahren und eine unfassbare Armut wird ausbrechen und es wird richtig schlimm werden. Glaube ich. Weil also ein Jahr quasi ohne Güter und wir können das auch nicht ändern. Das Problem ist, wir können nicht in diesen Markt irgendwie reinhandeln, weil der Markt, also ne, wir haben da keinen Zugang mehr. Das heißt, meines Erachtens, die einzige pragmatische Lösung wäre es jetzt, die allerdings mit relativ viel Aufwand verbunden ist, wir gehen aus dem Markt raus und versuchen mit unseren zwei kleinen Provinzen, aber unserem sehr großen Hafen, gucken wir uns den kurz mal an, unserem sehr großen Hafen, Fünferhafen, naja gut, aber wir haben den schon auf Dampfschiffe erweitert, versuchen wir, unseren eigenen Markt irgendwie auszugleichen und klarzukommen. Das wäre gewissermaßen mein Vorschlag, meine Idee für das Ganze. Vermutlich nicht über Freihandel, sondern das werden wir, na, müssen wir sehen. Ich glaube, wir haben genug Bürokratie, um das auch so abzudecken. Wenn wir Bürokratieprobleme haben, dann könnte man vielleicht Freihandel machen. Okay, das ist also erstmal meine Idee. Hat jemand von euch noch irgendeinen anderen Vorschlag, den wir irgendwie versuchen könnten? Aber ich warne euch vor, wenn wir das jetzt machen, bedeutet das wirklich ein ziemlich intensiver Komplettumbau unserer ganzen Handelsbeziehung. Es muss alles im Prinzip überprüft werden und geändert werden. Man kann Sizilien, ja, man könnte in den sizilianischen Markt gehen, aber das finde ich irgendwie riesig problematisch. Ich weiß gar nicht, ob sie das wollen würden aufgrund der schlechten Beziehung. Das finde ich krass. Ob ich bei den Ösi-Revolutionären in den Markt gehen kann, das können wir gleich probieren. Ich denke, dass wir aus dem Markt rausgehen, ist Konsens, ja. Okay, pass mal auf. Wir machen das jetzt und gucken uns nochmal die Marktmöglichkeiten an. Also, ich gehe jetzt hier raus, beende die Zollunion. Sinken natürlich auch die Beziehungen um -30. Das ist insofern ein Problem, weil wir eigentlich Österreich als zukünftige Schutzmacht wollen. Aber ich mache das jetzt. So, und jetzt können wir uns auch anschauen, wie es aussieht. Also,
Schaut mal, theoretisch kommen 7 Länder in Frage. Das sind diese 7 Länder. Schweiz kommt nicht in Frage. Die Osmanen will ich mal aus Gag jetzt anklicken. Selbst mit Verpflichtungen sagen sie nein. Ja. Sardinien, Piemont. Ja, ich habe es geprüft, Leute. Verpflichtung gibt uns 26. Also das bringt alles nichts. Die einzigen, wie gesagt, die ja sagen würden, wären Russland. Spanien sagt auch nein. So. Aber Russland, nee, will ich nicht, Leute. Will ich nicht. So. Okay, insofern bedeutet das, wir müssen jetzt umbauen und damit fangen wir jetzt an. Und da bitte ich jetzt einfach um ein bisschen Geduld. Das ist jetzt nicht so ganz so einfach, was jetzt gleich passieren wird. Okay, ich glaube, wir schaffen es. Wenn nicht, können wir immer noch einen anderen Markt gehen, sagen wir es mal so. So, wir starten hier und das Allerwichtigste ist tatsächlich, also wir müssen jetzt, was wir jetzt machen müssen, schaut mal, wir haben jetzt hier einen riesen Mangel an allen Waren. Wir müssen erstmal die Warenzufuhrknappheiten erledigen. Später können wir die Feinheiten machen und wir müssen danach Priorität gehen. Als Allerwichtigstes sind meines Erachtens die Marinebasen, weil die geben uns, die Häfen, weil die geben uns die Konvois. Und das wird jetzt sinken um die Hälfte. Ich lasse mal kurz weiterlaufen. Warte mal, durch die Knappheit wird das mit der Zeit, schaut mal, jetzt haben wir 2% Malus, wenn wir das nicht lösen, wird das um die Hälfte sinken. Also wir müssen auf jeden Fall importieren Dampfer. Und da geht es gar nicht so sehr um die Gewinne. Ja, wir werden Frankreich 7, ja, Frankreich. Sondern, also mit dem revolutionären Markt werde ich jetzt auch nicht handeln, weil das möglicherweise nicht lange jetzt relevant wird. Und wir brauchen definitiv Kohle. Kohle haben wir nämlich selber gar nicht. 329, 164. Okay, Importroute. Wo kriegen wir viel Kohle her? Oh, das ist schon das erste Problem. Wo gäbe es noch Kohle in Größenordnung? Im spanischen Markt. Oh Gott. Im preußischen Markt ein bisschen. 75. Okay, das heißt, wir müssen erstmal prüfen, wie sind eigentlich unsere Interessen verteilt. Wir haben da Interessen. Das ist doch jetzt Unsinn. Das erreichen wir eh nicht, oder? Wäre vielleicht der spanische Markt jetzt interessant? Wir starten das mal. Dann müssen wir da vielleicht noch ein bisschen Kohle herbekommen. Okay, warte mal. Kehren wir mal hier zurück. Hafen, Kohle, Import. Holen wir das erstmal von den Preußen. Da kriegen wir immerhin 67. So, okay. Okay, jetzt muss ich systematisch hier durchgehen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt die wichtigsten Fabriken mal durch. Glashütten sind zum Beispiel wichtig. Da haben wir das Problem Blei. Wir stellen überhaupt kein Blei her. Aber da kann man vielleicht noch was an der Produktion ändern. Wobei, na, das Ganze ist halt defizitär, das ist das Problem. Kriegen wir Blei her? Ja, aus dem britischen Markt sogar ganz gut. Aber die gleiche Menge, auch mit weniger Konvois aus dem französischen Markt. Dann holen wir sie daher. 70 Stück. Gut, das könnte sich dadurch... Reicht uns 70 Blei? 144 brauchen wir. Nee, das wird vermutlich nicht reichen, ne? Werden wir das so weiter aufrechterhalten wollen. Oder wir stellen das Ganze doch hier ein bisschen um. Der Glaspreis wird dann extrem sinken. Glasproduktion. Vielleicht stellen wir das um. Auf Keramik. Aber Blei brauchen wir trotzdem. Naja, gut. Kann sein. 70 Blei wird nicht reichen. Wir müssen noch mehr importieren. Holen wir noch aus dem britischen Markt Blei. Okay, alles klar. Werden die den Krieg verlieren, muss ich alles neu machen? Nö, wir sind ja jetzt erstmal selbstständig. So, die Papierfabriken sind für uns wichtig. Wir haben keinen Schwefel. Den müssen wir definitiv importieren. Wir kriegen aus Preußen, aus Sizilien wollen wir nicht. 25 für 32. Das nehmen wir dann hier hin. Die Frage ist, ob das reichen wird. Ja, das wird vielleicht gerade so reichen. Holz ist ein Problem. Haben wir nicht selber noch Holzfäller?
Ja, aber die können nicht gut arbeiten wegen fehlender Werkzeuge. Okay. Haben wir selber eine Werkzeugfabrik? Weiß ich nicht mehr. Hier oben? Ja. Die können nicht gut arbeiten wegen Holz und Kohle. Kohle sind wir dran. Wir müssen dann wohl irgendwie mal Holz importieren. 33 für 90. Ist doch gut. Von den Briten holen wir auch noch was. So. Okay. Naja, Preisentwicklung, klar. Ich muss aber halt jetzt gucken, wo fehlen Inputs. Güter. Hier haben wir ein Problem mit Getreide. Wir stellen auch definitiv nicht genug her. Wir müssen auch Getreide importieren. 87 für 270 finde ich gut. Aus Frankreich holen wir direkt auch noch Getreide. Getreide scheint mir wichtig zu sein. Wir haben bald ein bürokratisches Defizit, aber ich glaube, wir haben auch Handelsrouten, die jetzt eh nichts bringen, ne? Ja, genau. Schaut mal, richtig viele. So, damit haben wir auch wieder Bürokratie. Okay, Leute, wir kriegen das langsam hin, würde ich sagen. Möbelfabriken. Da ist das Problem Werkzeuge. Ich bin mir nicht sicher, ob wir grundsätzlich ausreichend herstellen. Wahrscheinlich nicht. Müssen wir auch reinhandeln. Holen wir aus Frankreich. Ich will nicht, Leute, natürlich will ich nicht mit Sizilien handeln. Wir wollen demnächst wieder Krieg mit Sizilien. Dann ist wieder alles am Ende. Ich werde nicht mit Sizilien. Sizilien ist unser Todfeind. Wir werden natürlich nicht mit Sizilien handeln. Das ist doch ganz klar. Tuchfabriken, das ist hier eigentlich nur das Problem der Werkzeuge. Das wird sich hoffentlich lösen. Möbelfabriken, Werkzeug und Holz, daran arbeiten wir auch schon. Was haben wir hier hinten? Die Eisenminen. Hier ist das Problem Werkzeuge. Ah, Motoren. Motoren brauchen wir ziemlich viele. Was können wir da importieren? Ziemlich wenig. 52 für 20. Ja, kommt. Holen wir rein. Mal gucken, ob das weitestgehend reicht. Eisenminen brauchen wir noch Sprengstoffe. Boah, diese Fliege. 45 für 30. Nehmen wir das mal. Okay, wir lassen mal ein bisschen laufen und gucken mal, wie sich alles so entwickelt. Defizit ist natürlich heftig. Das sieht ganz gut aus. Württemberg. Ah, es gibt hier noch eine zweite Geschichte im Übrigen. Württemberg und württembergischer Proletarieraufstand. Aber da weiß ich jetzt schon, dass wir da nicht mitmachen. Wir werden hier auch Neutralität erklären. Das interessiert uns jetzt gar nicht. Okay, gut. Wir schauen mal weiter, was hier so passiert, ne? Entwickelt sich hier irgendwas ins Positive? Was ist hier los mit den Seidenplantagen? Hier mangelt es immer noch an. Okay, kriegen wir noch weitere? Aus Preußen kriegen wir weitere 8. Möglicherweise müssen wir aber auch einfach hier das mal umstellen und können dann hier nicht mit Motoren arbeiten. Das ist sowieso, Seide ist sowieso viel zu billig. Die müssen wir auch noch exportieren. Okay, machen wir auch mal ein bisschen Gewinn hier. Das ist auch gut an die Briten. Dann läuft das wieder mit der Seide. Marine. Das ist alles irrelevant. Stahl wäre hier ganz nützlich. Stahl kriegen wir aus Frankreich. Viel brauchen wir da nicht. So, langsam, schaut mal, es sieht doch schon deutlich besser aus. Wir kommen aus der Misere wieder raus. Kasernen, Marinebasis kümmern wir uns nachher. Was ist hier bei Glashütten? Hier ist immer noch Blei. Nee, Blei sieht auch schon wieder besser aus. 90 für 145. Hat noch jemand Blei? Nein, hat niemand. Okay, aber vielleicht kommt das hier aus Spanien. Was haben wir hier? Ein Handelsvertrag mit Frankreich. Ich würde sagen, ohne das jetzt genau zu prüfen, in dieser Situation ist ein Handelsvertrag für uns, glaube ich, allgemein gut. Das nehmen wir an. Auch um jetzt eine bessere Beziehung zu Frankreich zu haben. Wir gucken mal ganz kurz, was passiert jetzt hier. Ist irgendjemand noch eingestiegen? Skandinavien. Ist sehr schön. Ist auf der altkaiserlichen Seite. Nicht schlecht. Genau, es sind wenigstens Katholiken. Das ist die richtige Einstellung. Okay, also hier unten kommen wir langsam, aber sicher kriegen wir langsam die Kontrolle wieder. Zucker, sehe ich, ist ein großes Problem noch.
Wir brauchen 80 Zucker. Wir kriegen 37 aus Großbritannien und noch ein bisschen aus Frankreich. Gut, dass wir so viele Konvois haben, Leute. Damit müsste sich das Zuckerproblem jetzt erledigen. Hoffe ich. Wir haben aber noch ein Fischproblem. Ja. Fisch muss auch noch her. Portugal. Ah, ja. Jetzt haben wir einen neuen Markt. Sehr schön. Holen wir das hier aus Frankreich auch noch. So, gut. Eisenminen. Eisenminen. Okay, wir haben einen zu billigeren Eisenpreis, weil wir selbst offenbar viel zu wenig Eisen verbrauchen für unsere wahnsinnige Produktion hier. Das heißt, wir müssen Eisen exportieren. Das können wir nach Frankreich exportieren. Konvois haben wir noch genug. Machen wir das. Verdienen wir zwar keine Zolleinnahmen, aber wir kriegen unsere Wirtschaft vielleicht wieder hin, wenn jetzt das Ganze hier hochgeht. Kohle ist nach wie vor ein Problem. Aber hatten wir dafür nicht Spanien reingeholt? War das nicht der Plan? Ja, aber Spanien hat tatsächlich immer noch nicht so viel. Wir müssen mehr haben, Leute. Wir müssen mehr Kohle haben. Wir nehmen alles, was es gibt an Kohle. Wir brauchen die Kohle. So, hier sieht es alles noch übel aus. Der Hafen... Ja, gut. Es ist immer noch teuer, aber es geht schon. Fischereianleger, was hast du für ein Problem? Ah, wir brauchen auch noch Clipper. Clipper. 2 für 7. Reicht das schon? Holen wir noch... Ja, das dürfte schon reichen. Okay. Die roten Boxen, die kriegen wir jetzt langsam aber sicher weg. Holzfäller. Hier ist Kohle. Kohle ist unser größtes Problem. Kohle ist unser größtes Problem. Gut. Wie sieht hier oben die Lage aus? Das ist für uns natürlich besonders wichtig. Baden ist noch auf der Gegenseite eingestiegen. Aber es wird ein langer Prozess werden. Puh. Glashütten. Oh, hier sind wieder neue Probleme aufgetaucht. Welche sind das? Färbemittel. Und die haben wir uns ja auch noch gar nicht gekümmert. Portugal hat viele Färbemittel. Sehr schön. Aus Spanien holen wir uns auch noch welche. Das sollte dann da funktionieren. Okay. Seidenplantagen. Haben wir nicht genug Motoren? Kann man das auf die Grundproduktion reduzieren? Ja, passt auf. Dann brauchen wir eben keine Motoren. Dann läuft das eben so. Und das müsste dann auch jetzt wieder irgendwie effizient laufen. Gut. Wenn es keine Motoren gibt, dann ist es eben so. So, hier haben wir jetzt nur noch Kasernen und die Marine. Das heißt, wir werden jetzt auch Waffen wieder importieren. Wie viel brauchen wir insgesamt? 8. Das sollte ja möglich sein. Aus Frankreich kriegen wir 10 mit den entsprechenden Konvois. Bei den Kanonen. Und dann haben wir hier noch die Handfeuerwaffen. Die holen wir uns aus dem britischen Markt. Okay. So, das heißt, die Preise sollten wieder sinken. Zwielichtige Verbindung. Verdrossen über einen langwierigen Gesetzgebungsvorgang. Es geht noch um die Nationalgarde. Ist Fabio Gravina, das Oberhaupt einer Interessensgruppe der Streitkräfte, mit einem Vorschlag an uns herangetreten. Ist er, der Prozess ließe sich beschleunigen, wenn er seine persönliche Verbindung in den Staatsapparat nutzt. Wollen wir das erlauben? Die Intellektuellen, bei denen verlieren wir Zustimmung. Die sind jetzt schon wütend. Erlassungszeit ist aber, ehrlich gesagt, für uns irrelevant. Die Nationalgarde, da geht es gar nicht so sehr darum, das zu beschließen, sondern eher die Streitkräfte auf unsere Seite zu bringen. Okay, wir sind jetzt hier nicht mit eingestiegen, weil das am Ende für uns zu teuer wird. Deswegen erklären wir jetzt auch die Neutralität. Und schaut euch das mal an, ne? Durch diese Sache, der Anstieg der Radikalen ist enorm. Es könnte auch zu innenpolitischen Problemen führen. Puh.
So, okay, Aufruhr haben wir auch noch, aber gemäßigten Aufruhr. Marinebasis, was brauchen die denn jetzt noch? Die brauchen noch Kriegssegelschiffe. Die müssen wir auch einkaufen, 10 Stück. Wo holen wir die her? 10, aus Sizilien schwierig. 5 können wir aus Portugal holen. Und der Rest ist dann nicht mehr profitabel. Aber das müsste reichen, um die Knappheit zu beseitigen. Ja, das ist auch so der Fall. Sehr schön. Die Eisenbahn subventionieren wir noch. Ist das nötig? Nee. Ja, das ist halt ein teures Ding für uns, ne? Aber wir kriegen keine weiteren Motoren ran. Gut, hier scheint auch alles wieder in Ordnung zu sein. So, jetzt haben wir also erstmal die gravierendsten Probleme gelöst. Das ging besser, als ich dachte. Jetzt haben wir nur eine absolut schändliche Bilanz. Das können wir natürlich mit Steuererhöhung kompensieren. Ja, aber das wird natürlich die Radikalität weiter antreiben. Ich würde mal sagen, wir warten noch mal ein bisschen ab, bis sich alles irgendwie so ein bisschen klärt. Ja, Konsumsteuern könnte man auch machen, ja. Wir lassen mal ein bisschen laufen und überlegen dann insgesamt nochmal. Oh, schaut mal, hier haben wir schon wieder inaktive Routen. Preußen? Warum ist das denn alles wieder inaktiv geworden? Und unproduktive hier. Schade drum. Okay. Steuern runter, das schafft Wachstum und die Radikalen verschwinden. Ja, genau. Ja, es kommt ja genau richtig. Der Anarchismus ist auch noch freigeschaltet worden, aber das kommt natürlich für uns nicht in Frage. So, Leute, jetzt müssen wir mal einen ernsten Blick auf unseren aktuellen Markt werfen. Das Wichtigste ist der Marktpreis der Güter. Und wir sehen, wir haben ein großes Tuchproblem. Wie sieht es aus mit unserer eigenen Tuchproduktion? Die läuft auf Hochtouren, da könnten wir sogar eine Erweiterung machen. Aber das ist natürlich auch fett für. Oh ja. Oh ja. Kommt, das bauen wir jetzt mal bei uns selber aus. Die Frage ist, ob man so lange müsste man eigentlich Tuch importieren. Oder wir gehen auf. Nee, hätte keine große Auswirkung auf den Preis. Nee, Leute, wir müssen Tuch importieren. Hilft nichts. Ja, holen wir aus dem französischen Markt. Wir müssen den Tuchpreis reduzieren, sonst steigen uns die Leute aufs Dach. So, das reicht aber noch nicht mal, sehe ich gerade. Das ist ja erbärmlich. Portugal. Und ein paar noch aus Großbritannien. Und von mir aus auch noch Spanien. Wir haben die Konvois, warum nicht? Wir haben die Bürokratie, ist kein Problem. So, bringt das den Tuchpreis ein bisschen runter? Wir sind immer noch bei 75%. Na gut, dass wir ausbauen. Es ist krass. Nee, jetzt geht er runter auf 39. Hat ein bisschen Zeit gebraucht. Aber dennoch, der Ausbau ist wichtig. So. Gut. Dienstleistungen haben wir zu viel. Da könnten wir vielleicht sogar ein bisschen Geld sparen. Schaut euch das mal an. Da können wir vielleicht in den Stadtzentren ein bisschen abrüsten. Ja, schaut mal hier, wenn wir wieder unbeleuchtete Straßen haben. Das reduziert auch den Kohleverbrauch. Das ist super. Komm, wir schalten die Straßenlaternen ab. Gott, wie teuer ist das hier alles? Unbeleuchtete Straßen. Ja, 10.000 sparen wir dabei. Das ist unglaublich. Okay, die Baukosten explodieren natürlich jetzt. Genau, jetzt mache ich der Stadt die Lichter aus. Das dürfte aber ganz gut sein. So, Preise sind jetzt einigermaßen okay, außer das Kleidungsproblem, daran arbeiten wir. Gut. Wie sieht es aus mit den Industriewaren? Da haben wir nur das große Problem mit den Motoren. Wir müssen nochmal gucken, was verbraucht hier eigentlich Motoren? Die Eisenbahn. Können wir die Eisenbahn, brauchen wir 20? Ist das alles nötig? Was haben wir denn hier für eine Eisenbahnstufe? Stufe 1. Die ist auch noch total ineffizient. Aber wir kriegen das nicht
weiter reduziert, oder? Das hat keinen Einfluss. Ja, kann man nichts machen. Also das Motorenproblem kann ich irgendwie nicht lösen. Oh, es gibt neue Motoren im britischen Markt. 8 können wir noch dazu kaufen. Das hilft uns vielleicht. Ja, wir hatten vielleicht Motorenwerke. Ich bin mir nicht sicher. Die sind aber, wenn dann hier. Ne, wir hatten keine Motorenwerke. Wir hatten hier Munitionsfabriken. Okay, gut. Aber langsam wird's was, Leute. Langsam wird's was. So, der Motorenpreis könnte jetzt direkt ein bisschen fallen. Ne, tut er nicht. Dünger haben wir ein Problem. Das habe ich noch gar nicht gemerkt. Die Weizenfelder brauchen Dünger. Holen wir uns aus dem französischen Markt und aus dem britischen Markt. Sollte das Düngerproblem erledigen. Und dann haben wir noch das Bleiproblem. Das kriegen wir nicht so leicht. Oh, doch, im spanischen Markt gibt es noch Blei. Okay, immerhin. Gut. Luxuswaren gibt es einige Probleme. Da wir genug Handelskonvois haben, können wir das durchaus auch machen. Also lasst uns hier Fleisch kaufen. Aus ja, Portugal und Spanien, warum nicht? Wir müssen jetzt die Leute so gut es geht befriedigen mit ihren Bedürfnissen. Wir holen auch Luxusmöbel. Ja, aus Frankreich. Wir holen auch Luxuskleidung. Aus Frankreich. Okay. So, und das ist auch okay. Gut. Dann kann das erstmal so weiterlaufen. Hervorragend. Hier geht die Revolution weiter. Und hier ist Preußen. Preußen ist jetzt auch in den Krieg gekommen, ne? Genau, die waren jetzt mit Russland im Krieg. Warum haben die sich da eigentlich eingemischt? Bayern, Baden, Russland. Es geht aber eigentlich nur um Württemberg und Württemberg. Zwei Württembergs. Eins davon existiert nicht mehr. Also da ist der Krieg irgendwie unklar, was da passiert. So, was zeigt er uns hier noch an? Unproduktive Handelsrouten? Oh, hatten wir nicht gerade... Okay, die sind jetzt ganz schnell wieder unproduktiv geworden. Ah ja, gut. Warenzufuhrknappheit bei Motoren. Oh, Kohle wird unproduktiv in Portugal. Ich meine, du kannst auch auf unproduktiv ein bisschen lassen, ne? Am Ende bringt es ja immer noch 15 Stück. Okay, ja gut. Das und Kohle ist das Problem. Ja, Leute. Der Punkt ist, wir haben noch, also das Entscheidende ist natürlich hier, beide Sizilien. Wir haben einen Waffenstillstand mit beide Sizilien bis Oktober 1880. Bis dahin hoffe ich einfach, dass sich die Situation hier in Österreich geklärt hat. Und wir können mal probieren, ob wir hier wieder Beziehungen verbessern können. Hier sind wir auf 35. Machen wir das mal. Wir werden die Osmanen wieder missbrauchen. Hier sind wir auf 36. Mit den Franzosen, Spanien sind wir auf 42. Ist alles möglich. Gut. Protestbewegungen lösen sich langsam auf. Es gibt natürlich hier ein Problem. Je mehr, und schaut mal, wir sind hier bei... aber schaut mal, wir haben die Kurve jetzt abgeflacht gekriegt. Das Problem ist, dass wir über kurz oder lang vermutlich Steuererhöhungen machen müssen. Das ist gerade bei der radikalen Quote nicht ganz so einfach. Eieiei. Hatte Sizilien eine Verpflichtung der Osmanen offen? Sizilien? Kann Verpflichtung einfordern bei den Osmanen und bei Tunis. Oh ja. Hä, wie ist das denn nochmal gekommen? Das heißt, die Osmanen dürfen nicht gegen Sizilien in ein Diplomatic Play gehen. Das heißt, die Osmanen können wir abhaken, glaube ich jetzt. Okay, das ist natürlich schlecht. Das ist ein guter Hinweis gewesen, ja. Das Gute ist, dass sie Rivalität haben.
Mit allen, die haben sich versaut mit allen Großmächten. Das ist gut für uns. Okay. Erlass gegen Radikale. Ja, wir haben noch einiges an Autorität. Das ist eine gute Idee. Wir gucken mal. Brutales Durchgreifen, meint ihr? ja. Warum eigentlich nicht? Finde ich gar nicht so schlecht. Was kostet uns das? 100 Autorität. Das können wir nur an einer Stelle machen. Ich glaube, am meisten lohnt es sich hier in Rom. Steuerverschwendung haben wir halt, ne? Das ist 30% Steuerverschwendung. Sieht man irgendwo, wie viel Steuern man wo bekommt? Ja, da gab es irgendwie eine Übersicht. Wo war die nochmal? Bevölkerung, Gebäude, Übersicht hier. Nee. Ah, warte mal, ich weiß, wo es war. Hier war das bei Staaten. Steuern, Lazio. Okay, Lazio ist insofern viel wichtiger. Wir werden das machen. Wir werden das machen. Wir werden dort brutal durchgreifen. So, jetzt kommt die päpstliche Autorität. Ja, das hat tatsächlich schon gleich Auswirkungen auf unsere Staatseinnahmen, habe ich das Gefühl. Wie viele Arbeiter haben wir eigentlich? Das ist auch nochmal so ein Punkt. 233, okay. Und hier kein mehr. Oh, stimmt. Das war hier auch so ein Problem, dass die Leute gar keine Arbeiter mehr einstellen können. Und wir sehen hier schon wieder Probleme. Eisenminen, ah, die arbeiten auch mit den Motoren. Passt auf, wir gehen zurück auf die atmosphärische Dampfmaschine. Da brauchen wir einen Motor weniger. Das ist, glaube ich, am Ende... Ah, das ist trotzdem ineffizient, ne? Durch diese blöden Motoren. Ich meine, wir können ja von den Österreichern, solange sie... Wir machen das mal von den Revolutionären. Am Ende sind das ja auch Katholiken, die einen Kaiser wollen. So schlimm ist das nicht, von denen Motoren zu holen, finde ich. Was ist hier oben das Problem? Ja, die Beschäftigung sinkt und steigt. Das führt natürlich auch zu Radikalen, wenn das immer hin und her geht. Wo ist hier das Problem? Die Werkzeuge sind zu billig, weil wir... Haben wir gerade aufgehört zu bauen? Ne, wir bauen noch. Das heißt, wir müssen eigentlich eine Exportroute mit Werkzeugen haben. Wir sind nicht sonderlich toll darin. Wir machen es trotzdem. Vielleicht führt das dazu, dass das hier dauerhaft lukrativ wird. Die Eingangspreise sind eigentlich okay. Ja, könnte funktionieren. So, bürokratisches Defizit, aber wir haben auch schon wieder unproduktive Routen. Wobei, die kosten uns gar nichts. Hm, 10,7. Naja, okay. Wir haben kaum Arbeitslose. Arbeitslose gibt es überhaupt kein Problem. Das ist überhaupt kein Thema. So, wie läuft dieser Bürgerkrieg? Wir gucken mal rein. Das sieht ganz danach aus, wartet mal, als würde tatsächlich wir dort ein österreichischer Militäraufstand, so heißt es direkt auch. Interessant, das sieht ganz danach aus, als ob wir eine neue österreichische Kaiserin erhalten. Puh. Oh, wir haben grüne Zahlen, nachdem der Bau beendet ist. Das ist schon mal gut, das ist gut, das ist gut. Wir hatten ja hier die Tuchfabrik. Das läuft auch hervorragend auf Maximum. Okay, das läuft wieder. Was ist hier bei der Lebensmittel? Oh, wir haben immer noch zu wenig Zucker. Gibt es noch jemanden? Portugal. Spanien. So, das müsste jetzt auch funktionieren. Wie geht es eigentlich der Kunsthochschule? Ich glaube, wir müssen wieder versuchen, unsere Kunstwerke zu exportieren. Aber gibt es gerade keinen Markt. Schade. Schade, schade. Das ist aber jetzt nicht unser größtes Problem, wie ich zugeben mag. Ja. Okay. Wir sind ohne Steuererhöhung jetzt erstmal
da durchgekommen. Die Zahl der Radikalen nimmt leicht wieder ab. Krise vielleicht so halb bewältigt. Jetzt müssen wir nur noch abwarten, dass es in Österreich irgendwie eine neue Regierung gibt. Mit der werden wir uns dann wieder gutstellen. Und dann hoffe ich, dass sie uns helfen gegen beide Sizilien. Grüne Wiesenerlass für Umbrien können... vielleicht könnte das noch helfen, ja. Gucken wir mal. Kostet uns 100. Wir haben noch 104. Haben wir, glaube ich, schon. Ah, ist schon aktiv. Regierungsadministration, ja, bräuchten wir eigentlich noch. Das stimmt. Da müssen wir noch zulegen. Papierpreise sind noch okay. Sind wir natürlich jetzt wieder fett im Minus. Wegen der Bauindustrie, aber das brauchen wir. Wobei... Hier ist auch schon wieder was unproduktiv. Und Spanien, Handelsvertrag. Ja. Ich würde sagen ja, weil das wird unsere Bürokratiekosten mit einem Schlag, glaube ich, das Bürokratieproblem lösen. Und ich glaube, Zolleinnahmen ist jetzt sowieso nicht unser großes Ding, oder? Warte mal, wir kriegen Zölle. Fleisch und Holz sind der Bereich, wo wir am meisten Zölle bekommen. Wo gehen denn unsere Fleisch- und Holzrouten hin? Sieht man das hier mal auf die Schnelle? Ah, Spanien. Eieieiei. Okay, das ist unschön. Okay, Holz nicht. Was ist das überhaupt hier? Wir exportieren Holz und importieren. Okay. Und Fleisch. Ja, ist die Frage, macht man das jetzt und verzichtet auf die Zolleinnahmen? Es waren ja nur 1000 jetzt, ne? Ja, komm, nehmen wir an. So, damit haben wir wieder plus 70, das gibt uns wieder Spielraum. Zolleinnahmen haben wir jetzt 2000 verloren, ja. Insofern die Frage, ob wir nicht das wieder abbrechen. Dann sind wir wieder im Plus. Ja, machen wir so. Okay, gut. Sehr schön. Werkzeugfabriken in Umbrien voll besetzt. Das ist auch ein gutes Zeichen. Ja, der Eisenpreis ist eigentlich für Eisenminen hier viel zu billig. Wir brauchen eigentlich einen ordentlichen Eisenexport. Nach Spanien kann man ganz gute Geschäfte machen. Dann machen wir das. Wird das den Eisenpreis retten? Minus 53, minus 34, minus 35, minus 17. Ja. Minus 2. Jawohl. Damit sind wir im grünen Bereich. Hervorragend. Elektrischer Telegraph freigeschaltet. Kriegsmüdigkeit durch Verluste reduzieren sich. Okay, das finde ich eigentlich merkwürdig, weil wenn die Leute nach Hause telegrafieren oder die Nachrichten, dass welche gestorben sind, es könnte eher höhere Kriegsmüdigkeit hervorrufen. Na gut. Sind die Erlasse optimiert? Ja, ich würde sagen ja, weil wir quasi alle Erlasse rausgehauen haben. Wir haben... Ja, wir haben Landwirtschaftsförderung. Kann man jetzt drüber streiten, ob das sinnvoll ist? Warum machen die keine Gewinne? Wein ist doch eigentlich gut, Getreide zu billig. Naja. Bau lieber pausieren. Ja, man hätte noch pausieren können, bin ich mir gar nicht so sicher, ja. Kohle. Kohle ist wieder ein Problem. Ah, ich sehe, wir haben Exportpotenzial bei Porzellan. Das ist ein guter Hinweis, das sollten wir tun. In den spanischen... Jetzt wird es langsam mit den Konvois wieder knapp im Übrigen. 52, 70. Ja, das ist gutes Geschäft. Also für unsere Menschen natürlich. Ne? Für uns jetzt gar nicht so sehr. Okay. 3000, das sieht gut aus. Radikale sieht gut aus. BIP haben wir uns langsam wieder erholt, würde ich sagen. Ja. Okay. Und in Österreich
was passiert dort? Das ist für uns jetzt mit das Entscheidendste. Kriegswille geht aber nicht unter Null, weil der Hauptsitz noch gehalten wird. Was meint das genau? Ich glaube, weil Wien nicht erobert ist, oder? Interpretiere ich das richtig? Jetzt sind sie erstmal hier noch am Kämpfen. Hier wird aber Österreich erstmal wieder gewinnen. Also hier geht das jetzt hin und her auf dieser Seite. So, gut. Ja, es geht um Wien. Okay, also der Militäraufstand. Oh, okay, wir haben die Nationalgarde. Das ist ganz gut, weil erstens sinkt die Protestbewegungsradikalität. Zweitens reduziert sich das Fortschrittstempo, wenn das mal der Fall ist. Aber ich glaube, wir können auch mehr Bataillone mobilisieren. Das ist echt gut. Das ist wirklich gut. Ich will mir aber die weitere Gesetzgebung aufbewahren, falls wir hier noch was für unsere Militärfraktion machen wollen. Wir können überhaupt mal gucken, wie sieht es eigentlich aus? Die Streitkräfte sind weiterhin loyal, die Kurie ist zufrieden. Das sind die restliche, das ist die Opposition. Zufrieden, zufrieden. Die Intellektuellen sind wütend und die Gewerkschafter unzufrieden. Ja, damit kann man leben. Für uns sind die Streitkräfte am wichtigsten. Aber die Industriellen sind jetzt gerade sogar noch mächtig geworden. Das ist ein bisschen unschön. Woran forschen wir eigentlich aktuell? An der Kriegspropaganda bringt uns nochmal 20% einberufbare Bataillone. Das haben wir sehr gut uns überlegt. Das könnte noch relevant werden. Wien gehört nicht den Radikalen. Wien gehört noch Altösterreich. Drehventilmotor freigeschaltet in Möbelfabriken, Werkzeuge und so weiter. Eigentlich für uns wichtig. Ja, da könnten wir Arbeiter sparen. Ich weiß bloß nicht, ob wir da überhaupt Fabriken haben, wo das relevant wird. Ja. Da würden wir Arbeiter freisetzen. Ich glaube, das können wir hier gut gebrauchen. Machen wir das mal. Leider ist jetzt Eisen zu teuer geworden. Das ist ein bisschen doof. Wir exportieren da zu viel. Wir könnten aber auch sagen, wenn wir Arbeiter frei haben, dass wir das ausbauen. Aber so viel haben wir nicht frei. Was haben wir da jetzt eigentlich für einen Handel? Ja, nur nach Spanien. Nee, das lassen wir mal. So. Gut. Die andere Protestbewegung sind wir auch losgeworden. Okay, also jetzt sind wir wieder richtig gut auf dem Pfad. Jetzt muss einfach Österreich da jetzt mal zu Potte kommen. Von mir aus kann der österreichische Militäraufstand... Warte mal, wie ist das eigentlich? Hat man jetzt eine Beziehung zu dem Militäraufstand? Müsste man zu denen jetzt auch die Beziehung verbessern? Kann man das quasi schon prophylaktisch schon mal machen? Merkt er sich das, wenn die dann gewinnen? Oder wird dann die Beziehung zu Österreich quasi übernommen? Das weiß ich gar nicht. Das ist ein interessanter Punkt. Österreich wird verlieren. Das wäre verlorene Liebesmühe, denen jetzt zu helfen. Wir müssen uns mit den neuen Realitäten weltpolitisch, mit denen müssen wir uns arrangieren. Und sie sind immer noch katholisch und sie sind ja auch nicht irgendwie liberal und demokratisch. Insofern ist das okay. Serbien hat Interesse bekundet, das ist nicht schlecht. Aber hier ist immer noch die Fliege. Scheiße. Gilt als neues Land. Das heißt, auch wenn ich jetzt die Beziehung zum Militäraufstand verbessere, ist das dann, fängt es wieder von null an, oder? Ich lasse übrigens jetzt mal hier die deutlichen Einnahmen, weil wir eine Kriegskasse aufbauen müssen. Oh, Großbritannien hat die Beziehung verbessert. Warum haben wir eigentlich so schlechte Beziehungen zu Großbritannien? Sie sehen uns jetzt als schutzbedürftig an. Ich denke, da sollten wir auch investieren. Wer weiß, die Briten können uns auch noch helfen. Welche Industrie ist am profitabelsten? Natürlich die Kunsthochschulen. was haben wir hier? Skandal unter den Frommen. Es hat sich herausgestellt, dass Augusto de Ligiori, unser Papst, insgeheim eine Affäre mit einem Mitglied des Klerus hatte. Man verlangt nach seinem Rücktritt. Was? Wie soll denn...
Was? Ich habe beschädigt? Oh mein Gott. Nee, alles klar. Ich werde es gleich verbessern. Büro versehen, ja. Aber erstmal müssen wir uns um diesen Skandal kümmern. Wir können ihn zum Rücktritt zwingen. Hä? Okay, er würde... er würde Beliebtheit verlieren. Aber das ist doch undenkbar, oder? Ein Papst, der zurücktritt, das hat es doch erst im 20. oder 21. Jahrhundert gegeben. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Kommt nicht in Frage. Wir ignorieren das. Er verliert Beliebtheit. So, und jetzt das kleine Versehen hier. Müssen wir kurz mal ändern. Verbessern will ich. Danke für den Hinweis. Okay, wir gucken mal, was bedeutet... Ah, ja, schaut mal. Er ist aber immer noch einigermaßen beliebt. Damit kann man leben. Das ist schnell vergessen, so ein kleines Skandelchen. Und wenn der Papst 100 wird, ist doch auch gut für uns eigentlich. So, hier passiert allerdings nichts. Sie haben sich jetzt hier irgendwie... Ja, Österreich war siegreich. Österreich erobert jetzt systematisch hier das zurück, ihr Gebiet zurück. Und das ist... An sich ist es uns inzwischen egal, wer hier gewinnt. Hauptsache, es gewinnt irgendeiner. Die Zahl der Toten ist ja eklatant unterschiedlich. 323.000, 69.000. Wahnsinn. Minus 5,61. Sie verlieren minus 1,34. Aber geht natürlich auch nicht unter Null, weil auch sie überhaupt nicht, es ist noch nicht irgendwas von ihrem Gebiet annektiert worden. Ihre Hauptstadt ist dieses hier. Czechoslowakei. Das kann lange dauern, ja. Die Schweiz hat Österreich zum Rivalen erklärt. Das ist skurril, okay. Das ist skurril. Wir gucken mal unseren Markt an. Ich meine, vielleicht können wir hier und da doch noch ein bisschen investieren. Also, das sieht alles sehr gut aus. Schaut mal, das haben wir gut im Griff. Das sieht auch sehr gut aus. Dünger ist jetzt ein bisschen viel dabei. Aber das kommt über eine Handelsroute. Da könnten wir eine abbrechen, nämlich vom britischen Markt die Handelsroute. Oh, hier ist schon irgendwas ineffektiv, aber die lasse ich ineffektiv laufen, außer die. Dünger brechen wir ab. Wo haben wir Dünger? Hier. So. Gut, das sieht doch hervorragend aus. Oh, Spirituosen gibt es ein Problem. Hier können wir aber möglicherweise selber was machen, ne? Schauen wir uns das mal an. Die Lebensmittelfabriken, die könnten wir. Wir können auch auf Backpulver gehen. Würde aber nur die Lebensmittelproduktion erhöhen. Wenn wir das ausbauen, prognostiziert er uns auch ein Minus. Wahrscheinlich, weil das zu günstig ist. Nee, ich baue das nicht aus. Wir importieren Spirituosen, das machen wir lieber. Kriegen wir ganz gut aus Portugal. Ja. Damit ist das auch geklärt. Und hier sieht es auch gut aus. Ja, sehr schön. Unsere Handelsroute ist ein bisschen zu fett. Da werden wir mal einfach Exportzölle machen. Oder wo geht die hin? Nach Spanien, da nützen Zölle nichts. Na gut, das ist so ein bisschen das Problem an den Handelsverträgen. Aber damit kommen wir klar. Okay. Würden die jetzt hier mal endlich gewinnen? Ja, sie werden gewinnen. Okay, sie haben jetzt hier die Lombardei. Das ist wichtig, weil dann können sie sich voll auf Wien stürzen. Beziehungsweise, das machen sie auch gerade. Hier war gerade eine Schlacht, aber da verlieren sie wohl immer. Zululand ist erobert worden durch Frankreich. Okay. Franzosen da sehr aktiv. Beziehungen werden langsam besser.
Das haben sie jetzt komplett. Das heißt, sie müssten eigentlich jetzt ihre gesamten Bataillone, das sind 450. Und was haben die? Die haben 244. Die werden sie jetzt gegen Wien werfen. Gehe ich mal davon aus. Sehen wir den Krieg nochmal? Aber wir sehen nicht die Schlachten. Philosophischer Pragmatismus. Einfluss und Bürokratiemultiplikator. Sehr gut. Wir sind übrigens schon im Jahr 1880 angekommen. Wann war jetzt hier nochmal der Waffenstillstand zu Ende? Oktober 1880. Alles klar. Das sollten wir natürlich mit im Blick haben. Starten in Aufruhr. Ich glaube, habt ihr noch irgendwas gefunden, was man gegen, also wie man diesen Aufruhr verbessern kann? Also ich glaube, das wird einfach mit der Zeit weniger, ne? Automatisch, oder? 5-2, ja, ja, genau, das geht einfach runter. Die Zahl der Radikalen geht auch runter. Ich will jetzt nochmal ganz kurz gucken. Gibt es eigentlich irgendein Gesetz, was uns noch helfen könnte? Nationalmilizen haben wir, das ist auch super. Kolonien wollen wir nicht. Wir könnten natürlich Berufspolizei beschließen. Da kriegen wir eine höhere... Sizilien hat ein Bündnis mit den Osmanen? Okay, das ist ein Problem. Das Berufspolizei wäre eine gute Sache. Und das wollen unsere Leute auch. Das machen wir. Das ist fantastisch. Da kriegen wir nämlich weniger Abzüge durch Aufruhr. So, aber das ist die Sache mit den Bündnis, verdammt. Ach, Gottchen. Das ist ein großes Problem. Ich meine, es heißt noch nicht hundertprozentig, dass sie mit einsteigen werden. Aber es ist natürlich unglücklich, ne? Na, mal sehen. Wie viel haben die Osmanen? Sie haben 294. Okay. Und beide Sizilien haben 143. Und wir? 111 oder so. Mhm. So, die Gesetzgebung ist richtig gut für unsere Interessensgruppen. Großbritannien verbessert jetzt auch bei uns. Und wir sind im Oktober angelangt. Ich weiß nicht mehr das Datum, ich lasse mal bis zum November kaufen. Und dann schauen wir mal, wie ein diplomatisches Spiel aussehen würde. Da tut sich leider immer noch nichts. Okay. So, Staat erobern. Wenn, dann wollen wir, das können wir auch hier, glaube ich, machen. Staatsrückgabe. Okay. Beide Sizilien, Griechenland, die Osmanen wären auf der Gegenseite. Auf unserer Seite ist gar nichts. Sicher zumindest. Das kann man eigentlich seriöserweise nicht starten. Das kann man seriöserweise nicht starten. Ich gucke mal, ob wir irgendwelche diplomatischen Möglichkeiten haben. Bündnisse. Spanien würden sie nicht annehmen. Auch nicht mit einer Verpflichtung. Tripolitanien nützt uns nicht wirklich was und Österreich nützt uns auch nichts. Okay. Wir haben übrigens noch kein Embargo gegen beide Sizilien. Wäre vielleicht auch ganz witzig, aber naja, ich weiß auch nicht. Ich sehe jetzt ehrlich gesagt keine Möglichkeit. Vielleicht können wir mit einem Verteidigungspakt erstmal irgendwas machen. Nicht annehmen, nicht annehmen. Nicht annehmen. Iside, du kannst dir die vergangenen Streams hier einfach auf Twitch anschauen.
So, Leute. Wir sind jetzt so ein bisschen... Oh! Die Schweizer. Jetzt haben wir die Schweizer Garde, Leute. Ein kleiner Erfolg zumindest. Sie kommen nach Lazio. Großartig. Okay. Pass auf. Das Beste, was wir jetzt machen können, ist, wir verbessern einfach unsere eigene Ökonomie wieder. Und müssen dann irgendwo auf eine Gelegenheit warten. Was ist denn hier eigentlich los? Werkzeugfabriken. Das Problem ist möglicherweise, dass sie gar keinen Beschäftigten finden hier, ne? Also hier können wir eigentlich gar nichts gucken. Wenn, dann können wir in Lazio was verbessern. Joa. Okay. Was würde sich lohnen hier? Wir gucken mal. Glashütten sind hochproduktiv, weil das Porzellan so gut ist. Sagt mir, das würde nicht... Aber doch, ich glaube, das würde was werden. Problem ist immer noch ein bisschen Blei, aber wir machen das einfach mal. Wir bauen mal wieder ein bisschen was. Motoren bauen... Nee. Das... Was soll das? Ja, gut. Ja, nee. Ich weiß nicht. Ich hoffe einfach, dass der Markt sich langsam erholt. In Österreich gibt es eigentlich ausreichend Motoren. Wir müssen nur dieses Kriegsende abwarten. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier noch eine eigene Motorenproduktion sinnvoll aufziehen können mit unseren zwei popligen Staaten, wo wir noch nicht mal eine Stahlproduktion haben. Nee. Sehe ich kritisch. So, das Problem ist jetzt, wie... Bündnis. Das läuft ja auch nicht automatisch ab, oder? Das ist einfach, das bleibt und so. Und wir haben jetzt irgendwie, wir haben keine Chance, sehe ich jetzt. Wie sieht es eigentlich aus hier mit Sardinien Piemont? 35, da können wir auch nochmal verbessern. Also ohne Österreich geht gar nichts. Und das muss ich erstmal irgendwo klären. Spanien bekommen. Ja. Bloß, was sollen wir da machen? Verteidigungspakt minus 27. Herzlich. Wir sind eine Kleinmacht. Vielleicht kann man daran noch was ändern. Nee, von 188 auf 300 kommen wir nicht. Zollunion ist auch weit entfernt. Zollunion will ich mir vielleicht noch aufbewahren, wenn Österreich wieder zurück ist. Die Griechen sind ja irgendwie irrelevant, oder? Mit ihren 10 Bataillonen, was sollen wir mit denen anfangen? Nee. Preußen bin ich skeptisch. Erstens sind das Protestanten. Oh! Oh! Was passiert hier gerade? Österreich hat ein... Okay, Österreich hat ein Problem mehr. Sie haben einen norditalienischen Aufstand. Ja. An sich finde ich das gar nicht... Obwohl, das Blöde ist jetzt... Also sag mal so. Ist die Frage, geht das dann an Piemont? Oder bilden die ein eigenes Land? Wenn das an Piemont geht, finde ich das gar nicht so übel. Das Blöde ist, wenn das ein eigenes Land ist, dann kann natürlich beide Sizilien da wieder richtig reinhauen und noch weiter Land gewinnen. Ach ja. Ja gut, Österreich hat auch keine Grenze zum Aufstand. Die haben keine Chance. Wir werden da auch nicht mitmischen, weil wir auch keine Grenze haben. Steigt da noch irgendeiner mit ein? Krakau ist mit drin, aber die können ja auch nichts tun. Österreichische Ansprüche widerrufen, das finde ich irgendwie komisch. Moderne Krankenpflege, Feldlazarett. Ja, Opium können wir uns nicht leisten. Auf italienischer Seite einsteigen? Ja, wir können ja mal... aber gut, das würde ja Österreich, würde uns das richtig übel nehmen. Ich meine, wir können hier mal... Also wir können erstens... Wir können keine Territorien... Man kann nicht Forderungen stellen, Cubicle Warrior. Das Einzige, was man machen kann, ist, man kann sagen, hier, wir sind vielleicht bei euch, aber
dann macht uns ein Angebot. Und was sollen die uns anbieten können? Und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ob das nicht unsere Beziehung zu Österreich gleich verschlechtert, wenn wir uns in diese Richtung bewegen, bin ich mir nicht sicher. Das weiß ich tatsächlich spielmechanisch nicht, ob das schon einen Beziehungs Auswirkungen hat. Wir sind bei plus 41. Was sollen Sie uns denn geben, bitte, von Österreich? Sie können uns doch gar nichts geben. Sie werden uns doch nichts geben, wozu wir keine Landverbindung haben. Eine Verpflichtung, ja. Ja, stimmt. Falls die hier diesen Aufstand beenden, dann gibt es auch ein Problem. Weil dann sind die ja auch schlagkräftig. Ja, nee, das sollten wir nicht riskieren. Wir halten uns da raus. Schwierig. Venetien. Venetien gehört aber nicht Österreich. Das können sie nicht verlangen. Venetien ist aktuell Teil des Landes namens österreichischer Militäraufstand. Deswegen können sie uns gar nicht was geben, was gar nicht Teil des gegnerischen, also des Kriegsgegners ist. Das geht rein spielmechanisch nicht, Venetien. Das heißt, sie können uns theoretisch nur Südtirol geben, aber das wäre ja irgendwie absurd, ne? Das wird nicht passieren. So, wir haben hier Glashütte gebaut und schaut mal, schon wieder, ne? Die Prognose war, dass wir Geld verlieren. Und obwohl der Patch das verändern sollte, hat er mir Negatives angezeigt beim Ausbau. Aber wir verdienen fett. Trotzdem. Okay, wir gucken mal, gibt es im Markt irgendwas, worauf wir reagieren sollten? Kleidung ist immer noch etwas zu teuer. Da können wir vielleicht mit unserer Kleidungsfabrik ein bisschen nacharbeiten. Machen wir das mal. Preußen hatte, glaube ich, keinen Aufstand, sondern hier ein Krieg oder ein Diplomatic Play dort oben gegen Anhalt oder so. Aber warum kämpfen die nicht weiter? Ich meinte, oder gibt es hier immer zu Gefechte, die wir nicht sehen? Geht das immer hin und her? Verteidigen die ohne Ende? Und was ist das hier? Balkangeschichte, kroatischer Aufstand. Die Lo Nee, ich dachte schon. Das ist tatsächlich jetzt ein Krieg. Dreschmaschinen. Okay, Roggenfelder, Weizenfelder, die ganzen Felder können jetzt Maschinen betrieben werden. Da auch wieder die Frage, ob wir hier irgendwas freisetzen können. Wir haben aber nur Viehhöfe. Elektrozäune geht nicht. Okay. Gibt es sonst irgendwelche Automatisierungen? Die wir nutzen können. Arbeitslose. Nee. Da haben wir schon automatisiert. Hier auch schon. Im Moment gibt es da kein Potenzial. Ja, das kann jetzt hier ewig dauern, ne? Leute. Im Moment sind uns einfach die Hände gebunden. Hier das Bündnis. Also wären die Osmanen nicht dabei, ich würde es tatsächlich versuchen. Was? Jetzt gibt es hier noch einen Aufstand im Aufstand? Oder ist die Lombardei da gerade entstanden? Warte mal, was ist da passiert? Hä? Nee, es ist ein. Das finde ich irgendwie absolut absurd. Das dürfte nicht passieren. Also sie sind noch im Krieg mit Österreich und jetzt haben die sich selber gespalten. Das ist absurder Quatsch. Das müsste verhindert werden.
Naja, Aufstand im Ausstand ist ganz normal, ja. Okay, das geht als Bug. Ah ja, okay, alles klar. Kann man nur hoffen, dass sie da bald dran was tun. Da werden wir uns dann dementsprechend natürlich auch neutral erklären. So absurd ist das nicht? Naja, also ich finde es nicht absurd, wenn das direkt nach dem Aufstand passiert, aber während eines Aufstandes. Ja, das ist mal denkbar, aber so. Grollende Regimenter. Die Bevorzugung unserer Regimenter in Lazio hat zu Verbitterung in Umbrien geführt. Man bittet darum, dass alle Regimenter gerecht behandelt werden. Hä? Wieso? Wieso? Was haben die für ein Problem? Aber das ist gar nicht schlecht. Erhöhte Gehälter. Das werden wir uns leisten. Minus 10% Bürokratie, aber plus 10% Offensive. Das gefällt mir. Für 2 Jahre. Jetzt müssen wir bloß in den nächsten 2 Jahren in den Krieg ziehen. Mein Entscheid ist auf 0% gegangen. Warum das denn? Hatten wir ein Blockade-Event? Gab es da irgendwas, was ich übersehen hatte? Was denn da passiert? Ja, wir lassen das mal laufen. Null State ist ganz offensichtlich ein Bug. Damit war Umbrien gemeint. Okay, warte. Diese Geschichte ist vorbei. Das heißt, was ist da jetzt entstanden? Hä? Es ist ein zweites Sardinien-Piemont entstanden? Warte mal, es gibt 2 Sardinien-Piemonts jetzt? Eins mit König Carlo Alberto und eins mit König Luigi Massimo. Oh mein Gott. Ja. Okay, es ist auch eine Folge der vielen Aufstände. Ja, okay, das könnte sozusagen ein Nachfolge-Bug sein. Ah, wisst ihr was? Das war doch größer, ne? Stimmt. Und Mailand, hätte es diesen Aufstand nicht gegeben, wären die komplett zu Sardinien-Piemont gegangen. Das ist die Folge gewesen. Und weil es diesen Aufstand gegeben hat, sind die jetzt quasi geteilt. Ah, okay. Insofern war das an sich aber ein cooler Aufstand, weil er so ein Anschlussaufstand gewesen ist. Und Sardinien-Piemont ist dadurch stärker geworden. Finde ich eigentlich ganz an sich ganz gut. Ist so auch das Königreich zweier Sizilien entstanden. Ja, vielleicht. So, Leute. Wir gucken ab und an mal hier die Diplomatie-Linse an. Aber hier hat sich nichts verändert. Da auch nicht. Vielleicht können wir so auch das Papsttum duplizieren. Ja, dann müssten wir irgendwie 2 Kriege gleichzeitig haben und beziehungsweise erst einen Krieg haben und dann in einen Aufstand gehen. Und dann weiß ich auch nicht mehr weiter. So, werden die Tuchfabriken profitabel bleiben? Nein, sieht nicht so aus, weil hier irgendwas zu billig geworden ist. Die Luxuskleidung möglicherweise. Oder es ist was zu teuer. Seide. Färbemittel, da können wir noch was machen, glaube ich. Was vom britischen Markt, ja. Und Seide können wir doch selber ausbauen. Wir könnten... Warte mal, wir haben doch hier irgendwie die Produktionsmethode reduziert, ne? Ach so, wegen der Motoren, ja. Aber da können wir doch einfach mal erweitern. Machen wir das mal. Papst und Gegenpapst sind ganz normal. Ja, das würde ganz gut passen. Was ist denn jetzt hier schon in Bayern los? Warte mal, Bayern?
Bayern gibt es eine radikale Revolte, aber auch eine konstitutionelle Monarchie und konservativ. Da weiß ich mir nicht, was ist denn daran radikal? Hä? Industrialisieren. Bayern selbst. Nation stärken, ja, toll. Also die Radikalen sind hier die Konservativen. Die Franken spalten sich ab. Ja, okay, das könnte auch eine radikale Bewegung sein. Nachvollziehbar. Ja, es gab auch Zeiten, wo es drei Päpste gegeben hat. Ja, das stimmt. Wohl wahr. So, unsere Einnahmen steigen immer weiter. Also insgesamt, dem Land geht es jetzt wieder ganz gut. BIP steigt natürlich nur langsam. Kann man sich schon überlegen, wie wir hier immer weiter investieren. Warum eigentlich nicht? Seidenplantagen laufen. Möbelfabriken schreiben rote Zahlen. Warum? Holz 0, Werkzeuge 0, Puch, das dürfte nicht das Problem sein. Was ist, wenn wir umstellen? Hartholz ist das Problem. Man könnte, aber den Möbelpreis will ich jetzt auch nicht unbedingt erhöhen. Ja, das ist schon okay. Da kann man mit leben. Ist jetzt auch nicht so dramatisch. Beide Sizilien haben Rivalität mit Frankreich beendet. Okay. Gut, jetzt geht das wieder aufwärts. Ja, ich meinte, wir können auch mal wieder die Kunsthochschule. Oh, warte mal, wir können. Ach nee, wir wollen natürlich traditionelles Patronat haben. Aber die Gewinne sind hier kräftig. Aber ich glaube, dass wir sind froh, dass es gut läuft. Wir müssen da jetzt nichts dran drehen. Wir könnten jetzt natürlich gucken, wo handeln wir am meisten Importwein. Okay, Wein, wartet mal. Wein ist ein gutes Stichwort. Da können wir doch selber was machen, ne? Richtig hier. Pass auf, wir werden die Weinproduktion ausbauen und wir werden gucken, dass wir vielleicht Getreide exportieren. Nach Österreich. Wieso haben wir wieder einen Markt mit Österreich? Hä? Warte mal, was ist hier los? Wieso können wir nach Österreich handeln? Verstehe ich nicht. Warum ging das vorhin nicht? Naja, die Aufständischen, das war, aber war das der Aufstand? Ich glaube, wir handeln gerade nicht mit den Aufständischen, oder? Und wir haben das Problem, dass wir zu wenig Konvois jetzt haben. Das ist tatsächlich jetzt ein Problem, das heißt, wir müssen unseren Hafen weiter ausbauen. Das ist Pflicht. Okay, das war Österreich im Militär, alles klar, dann habe ich es übersehen gehabt. Alles klar. Es ist ja auch leicht zu verwechseln, nicht wahr? Na gut, aber da passiert nichts. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Ich würde mal gern sehen, ob jetzt an der Front irgendwelche Schlachten stattfinden. Heißt das hier immer, wenn es hier aufploppt, dass da eine Schlacht gewesen ist? Hä? Unser Papst ist tot und wir werden mal wieder nicht informiert. Augusto di Giorgi ist gestorben. Oh mein Gott, wer ist das denn? Der Schönling. Ein Nihilist ist Papst geworden. Alessandro Borghese. Wir haben einen Borghese-Papst. Er will die völlige Trennung von Staat und Kirche. Und er will nicht mehr die Theokratie haben. Ja. War das sein Lover? Das war die Affäre. Ja, das könnte sein. Ja, Leute, aber was meint ihr? Eigentlich müssten wir jetzt den Staat verändern, oder?
Also ich glaube, das müsste jetzt eigentlich die Konsequenz sein aus dieser Geschichte. So, das Problem ist... das Problem ist, wie machen wir das jetzt? Warte mal, er ist aber Anhänger der Kleinbürger. Wir müssen eh die Regierung reformieren. Wir gucken aber mal. Also was machen wir zuerst? Die Sache mit der Berufspolizei ist zwar nett, aber das brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen jetzt andere Geschichten. Ja klar, wir brauchen Legitimität, aber bevor wir das brauchen, muss ich überlegen, was sind unsere Gesetze, die wir ändern wollen. Wollen wir erst die Trennung von Staat und Kirche? Das will im Moment niemand. Okay, das wird schwierig. Ja, das will auch von den anderen keiner? Was? Die stehen alle neutral dazu. Es gibt keinen einzigen, der die Trennung von Staat und Kirche möchte, außer unser Papst. Triebeck und deine drei Besucher, seid herzlich willkommen. Okay, dann gucken wir mal. Was wollen wir stattdessen? Was wollen wir stattdessen? Also, unser Papst möchte die Theokratie abschaffen. Grüße nochmal an Triebeck. So, wartet mal kurz. Kurz überlegen. Wir müssen nochmal zurück zum Papst gehen. Das ist jetzt ein wichtiger Moment. Also, er ist direkt ein erfahrener Diplomat. Er ist Nihilist und Kleinbürger. Als Nihilist ist er gegen Theokratie und Monarchie und neutral gegenüber Präsidialrepublik, Parlamentarischer Republik oder Räterepublik. Das heißt, eins von den dreien möchte er haben. Aber da er Kleinbürger ist gleichzeitig und Kleinbürger reaktionär und patriotisch sind, würde ich mal sagen, er möchte eine Präsidialdemokratie. Er möchte so eine Art so Halbdiktator sein. Das ist, glaube ich, das, was er sein möchte. So, insofern denke ich, werden wir versuchen, das zu erreichen. Und wer will das? Die Intellektuellen wollen das. Und die Industriellen auch, interessanterweise. Und die Streitkräfte auch. Okay, passt mal auf. Aber die Kleinbürger wollen das nicht. Ah, verdammt, die Kleinbürger sind dagegen. Wird er nicht abgesetzt, wenn er das durchsetzt? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Was passiert mit ihm? Das ist ein kleines Dilemma. Wenn er das durchsetzt, verliert er die Macht. Ja, ist das so? Wie ist das bei der Präsidialrepublik? Republiken haben einen gewählten oder nominierten Präsidenten. Aber wenn wir jetzt gar keine, wenn wir gar keine Wahlen haben, kann er doch nicht gewählt werden, oder? Okay, das heißt, seine historische Mission ist, den Papst zu entmachen. Er will auf jeden Fall keine Theokratie. Das ist klar. Und er will die völlige Trennung von Staat und Kirche. Insofern ziehen wir das jetzt durch. Wir müssen jetzt die an die Macht bringen, die diese Präsidialrepublik haben möchten. Aber warte mal, wie ist das eigentlich? Können wir Gesetze durchsetzen, wenn jemand in der Regierung ist, der ein Gesetz gar nicht haben will? Ich glaube ja, ne? Okay, wir schmeißen mal die Kurie raus. Die Kleinbürger sind ja seine Machtbasis. Wir brauchen eigentlich die Intellektuellen. Die wollen nämlich unbedingt die Präsidialrepublik. Und da müssen wir auch... Aber die Legitimität ist natürlich erbärmlich mit den Intellektuellen. Aber die Industriellen wollten das auch, glaube ich. Irgendwo wollten sie das auch. Hier. Ah, 43%. Das geht schon, oder?
Damit kann man, glaube ich, leben. Die Streitkräfte brauchen wir auf jeden Fall. Nee, die Streitkräfte, die will ich nicht rausnehmen, weil die Streitkräfte wollen das auch gerne. Und die will ich auch drin behalten. Oder, warte mal, haben die das auch zum Ziel? Nee, haben sie nicht zum Ziel. Mir war aber so. Ah, der ist Republikaner, Domenico Gironda. Und insofern, glaube ich, stimmen die auch mit. Das wirkt sehr erzwungen. Ja, natürlich ist das erzwungen. Es ist Alessandro Borghese, der ist ein Nihilist. Das ist insgesamt alles sehr erzwungen. So, können wir das jetzt machen? Privatarmgesetz, gewählte Verwaltung. Militärpolizei, Präsidialrepublik. Ja, 19% Chance. Das würde gehen. Okay. Ja, Leute, das ist jetzt einfach die Geschichte. Wir müssen uns jetzt der Geschichte hingeben, meines Erachtens. Wir haben einen Borghese-Papst, der Nihilist ist und dessen Mission es ist, das Papsttum von innen heraus abzuschaffen. Dann ist das jetzt, das ist dann eben die Geschichte, die jetzt hier erzählt wird. Wir werden die Präsidialrepublik einführen. Okay, passt auf. Das wird großartig. Er ist nur Mitglied, aber nicht Anführer der kleinen Bürger, ja. Das stimmt. Der große Reformer. So, jetzt haben wir gerade ein massives Problem. Ach so, weil unser neuer Anführer. Ja, der hat. Okay, jetzt haben wir ein Autoritätsproblem. Gut, ich würde sagen, wir müssen nicht mehr. Wir können, glaube ich, den Erlass. Hatten wir nicht diesen Durchgreifen-Erlass hier? Aber der ist schon abgeschafft, ne? Ja, kommt, soziale Durchlässigkeit, darauf kann man jetzt mal verzichten. Die Leute sind schon ganz gut gebildet. Und Bürokratie ist ein Thema. Das heißt, wir müssen dann doch die Regierungsverwaltung noch mehr erweitern. Aber vielleicht gibt es auch noch Handelsrouten, die wir einsparen können. Ja, die bringen, kosten aber nichts. Blei ist unproduktiv, das ist aber schlecht eigentlich. Na, kostet auch nichts, ja. Puh. Grünes Gras abschaffen. Ja, ist relativ unwichtig. Wir machen, oder relativ wichtig eigentlich. Lassen wir das mal. Okay, dann haben wir jetzt zumindest was, auf das wir warten können. Nämlich die Diskussion des Gesetzes der Präsidialrepublik. Blei ist jetzt super teuer geworden. Warte mal, das ist ein Problem. Wir müssen doch irgendwas machen wegen des Bleis. In den Glashütten, das geht so nicht. Portugal, aber es reicht doch nicht. Ja, holen wir uns auch noch die 10, auch wenn das nicht sehr produktiv ist. Ich könnte aufhören, die Liberalen zu unterdrücken. Das ist vielleicht ein Argument, ja. Das ist. Ja, das. Oh ja, da haben wir 200. Das ist eine gute Sache. Da können wir von mir aus wieder einen Erlass machen. Das ist gut. Überhaupt Einberufungsbemühungen auf der anderen Seite, das könnte uns auch nochmal helfen, wenn es denn soweit wird. Guter Hinweis. Da drüben könnte man auch nochmal eine Förderung machen. Oder doch die soziale Durchlässigkeitskampagne. Oder wir machen da drüben das Durchgreifen. Nee, ist auch doof. Die ist schon ganz gut, die soziale Durchlässigkeit, die ist schon sehr stark. Ich könnte auch aufhören, die Kurie zu fördern. Leute, ihr habt ja so gute Ideen. Das stimmt. Das müsste ich jetzt auch stoppen. Richtig. Absolut korrekt. Das gibt uns schon wieder 200 und wir können noch irgendwo geile Erlasse raushauen. Ja, was machen wir denn da hinten? Welche Industrie? Rohstoffe?
Bringt uns Holz, Fisch, Minen. Könnte da ganz gut kommen. Machen wir das dort? Einberufungsbemühungen haben wir. Machen wir da auch eine Bildungskampagne. Schaden kann es nicht. Okay, das ist natürlich der Vorteil, wenn man autoritär spielt, dass man dann sehr viel Autorität hat für sowas Schönes. Menschenrechte. Wen interessiert denn sowas? Oh, was ist da oben los? Nee, irgendwie ein Diplomatiespiel habe ich gerade gesehen. Was, sie haben aufgegeben? In der Revolution begann ein Diplomatiespiel Revolution ausmerzen. In der Revolution? Parma? Was ist denn das schon wieder für ein Quatsch? In der Revolution? Okay, Parma hat offenbar eine Revolte, wenn ich das richtig interpretiere. Österreich? Gegen in der Revolution? Hä? Okay, Parma gehört ja quasi zu Österreich. Ja, alles klar. Okay, alles klar. Österreich hat das nächste Problem. Die nutzen jetzt alle die Gelegenheit, um sich da irgendwie ein bisschen abzuspalten. Verstehe schon. Und was haben wir? Was? Bei uns braut sich eine Revolution zusammen? Kann doch nicht wahr sein. Die römische Kurie und die römischen Grundbesitzer? Ja, natürlich. Es ist nachvollziehbar. Das geht auf plus 52 hoch. Theokratie bewahren. Ja, da müssen wir jetzt durch, Leute. Da müssen wir durch. Naja. Solange wir ökonomisch stabil bleiben, würde ich sagen, ist das alles okay. Können wir das abfangen? Also ich meinte, solange dadurch die Radikalität jetzt nicht noch weiter hochgeht. Kommen wir damit klar. So, wie sieht es aus im Hafen? Kohle ist ein bisschen zu teuer, aber wir dürften jetzt wieder ausreichend Konvois haben, oder? Inaktive Handelsrouten Blei lasse ich aber trotzdem noch. Und produktiv Kohle. Tuch ist teuer. Das können wir aber importieren, oder? 289. 73, 5, ja. Holen wir uns Tuch, wichtig. Ja. Die Revolution geht hoch. Aber jetzt, ja, sie geht aber maximal auf 52%. Jetzt wäre natürlich jetzt doch so ein paar Gesetze nicht schlecht. Diese Revolution. Also die Berufspolizei wäre jetzt doch nicht so übel. Da hat sich immer noch nichts getan. Ist da gerade eben Mecklenburg wieder entstanden? Norddeutscher Aufstand. Preußische Sezession zermalmen. Was ist denn das für ein Kriegsziel eigentlich? Alle preußischen Staaten zurückgeben, die sich von uns abgespalten haben. Ach so. Es gab hier ein Nord. Jetzt sehe ich das gerade. Es gab einen norddeutschen Aufstand gegen Skandinavien. Das hat ganz mit Preußen erstmal zu tun. Alles klar. Kleiner Irrtum. Strategie-Ecke. Sei herzlich willkommen. Wir sind in einem, und liebe Zuschauer natürlich von Strategie-Ecke, wir sind in einem sehr skurrilen Spiel. Eigentlich wollen wir das Papsttum retten. Das klappt mehr schlecht als recht. Wir sind im Moment ein bisschen gebunden, weil beide Sizilien hier ein Bündnis hat mit den Osmanen. Aber unser alter Papst ist gestorben und ein neuer Papst ist an die Macht gekommen. Dieser schöne Mann, Alessandro Borghese, er ist geliebt von der Bevölkerung und er ist ein Nihilist. Und er hat das politische Ziel, die Theokratie und damit das Papsttum abzuschaffen. Und eine völlige Trennung von Staat und Kirche einzuleiten. Und dem Schicksal haben wir uns jetzt ergeben. Wir haben uns entschieden, dass das jetzt das Ziel ist. Allerdings führt das zu revolutionären Umständen.
Es gibt hier eine große Gruppe von Unzufriedenen, die die Theokratie bewahren wollen. Das ist also die Lage. Alles ganz anders als gedacht. Außerdem ist unser Marktzugang zu Österreich blockiert. Deswegen haben wir einen eigenen Markt. Österreich hat einen Militäraufstand. Der will nicht enden und. Dolle Geschichten, die hier passieren. So, wir haben immer noch ein Bürokratiedefizit. Ich würde sagen, dann werden wir immer noch weiter hier unsere Verwaltung nochmal ausbauen. Kohle passt ja. Gott sei Dank, die Radikalen nehmen ab. Aber hier bleibt die Radikalität hoch. Durch wütende, unterstützende Interessensgruppen. Ja. Da könnte man direkt nochmal gucken, ob man bei denen vielleicht noch irgendwas machen kann. Ah, die Kurie ist minus 6. Ich glaube, da können wir aber im Moment nichts machen. Ne? Ich glaube, wenn sie unter minus 5 ist, wären die da nicht mehr so dabei. Okay, 83. Ja, wir müssen halt jetzt irgendwie diese Präsidialrepublik mal durchbekommen, ne? Wein ist plötzlich teuer geworden. Das ist schlecht. Eigentlich wollten wir doch selbst mehr Wein produzieren. Müssen wir Wein importieren aus Spanien? Da geht aber nicht viel. Wir haben auch kaum noch Konvois. Okay, das ist ein Problem, weil hier der Hafen auch schon auf Maximum ist. Konvois sind für uns kleinen Markt natürlich wesentlich. Deswegen werden wir auch diesen Hafen in Umbrien noch ausbauen. Ohne den geht's nicht. So, 54%. Es geht langsam hoch, obwohl es hier langsam runter geht. 55, aber das wankt hier. Ich glaube, je länger jetzt hier Bewegungen aktiv sind und man sie nicht, indem man sie ignoriert und so. Oh, wir haben direkt noch quasi nicht fest abgeschlossen. Jetzt geht es aber erstmal wieder runter. Wir haben die Aktenschränke, sehr schön. Ja, das gibt uns 5 Jahre lang Horizontal-Aktenschränke. Ja, kommt, das lieben wir. Das ist genau jetzt unser Problem gewesen, sehr schön. 2 neue Gebäude in Umbrien ohne Arbeitskraft. Das ist, stimmt, das ist ein gutes Argument. Das ist durchaus ein Problem, an das ich natürlich nicht gedacht habe. Kann man vielleicht irgendwas zurückbauen, was für uns gar nicht so wichtig ist? Sind diese 71 Holz wichtig? Sind diese Fische wichtig? Nee, wisst ihr was? Wir werden mal diese... Boah, hier ist ja Potenzial, Leute. Kann ich das nicht zurückbauen? Hä? Gibt es nicht immer ein Minus auch? Die gab es von Anfang an, oder? Deswegen kann ich die nicht zurückbauen. Ich muss die auf 2 haben? Ernsthaft? Ja, bessere Maschinen haben wir gerade nicht. Habe ich schon überall gecheckt. Ich kann nicht zurückbauen. Kann man immer nicht zurückbauen? Ach, wegen der Revolte, wegen der Revolution kann ich nicht zurückbauen? Okay, alles klar. Das wusste ich nicht. Ja, toll, gut. Dann können wir das Problem jetzt nicht lösen. Minus 20% Mobilisierungswarenanforderung, das ist gut. Wir werden vielleicht nochmal eine Mobilisierung haben. Aber das hier so ewig geht, ist echt... das ist echt ätzend. Ach, und beiden Sizilien importieren jetzt von uns. Und haben uns mit dem Embargo... Was ist denn das? Dann werden wir die auch mit dem Embargo belegen. Das geht ja wohl gar nicht. Zack. Okay, Munition wird teurer. Haben wir etwa Munition daher bezogen? Das wäre jetzt ein bisschen unglücklich. Kann sein, dass die daher gekommen sind. Dann müssen sie von woanders herkommen, nämlich von den Briten. Das ist auch okay. Eisen nach Spanien ist unproduktiv geworden. Dann kann das weg. Wir brauchen die Konvois. Handelsrouten. Ja. Es ist ein Problem, ne?
Insofern wäre das eigentlich die nächste Forschung, dass wir da diese Hafenerweiterung hinbekommen. Ein drittes Österreich? Nee, das gehört noch zu dem anderen Österreich. Ist aber, glaube ich, besetzt. Das ist alles erbärmlich hier. Vakuumierung für die Lebensmittelfabriken. Hilft uns das irgendwie? Vakuumierung. Minus 6000. Nee, Öl und sowas brauchen wir noch nicht. Preise sind doch hier soweit in Ordnung. Nee, machen wir nicht. Tja, ja, Leute. Also, Präsidialrepublik. Wir müssen ein bisschen hoffen. Es geht sehr langsam, weil unsere Legitimität einfach super lahmarschig ist. Und unterdessen geht natürlich die Radikalität weiter hoch. Ich kann die wir haben in Umbrien keine Fabriken. Ich kann da nichts verbessern. Das habe ich ja alles schon gecheckt, Leute. Alles schon Thema hier gewesen. Das Einzige, warte mal. Ja. Hier können wir noch ein bisschen Geld sparen. Ja, hier können wir noch 500 Arbeiter freisetzen. Das geht noch. Hier könnten wir Geld einsetzen. Aber dann würden wir wieder auch 500 Arbeiter einsetzen. Hier könnten wir 1000 Arbeiter noch herholen, wenn wir Marktständer gehen. Ach nee, das ist nur ein... das ist nur ein Tausch zwischen Angestellten und Arbeitern. Parteien unterdrücken. Ja, wir haben im Moment keine Autorität. Das wird auch, glaube ich, so kurzfristig jetzt nicht helfen. Unser Problem ist allgemein die Legitimität. Ich meine, man könnte sich doch... Warte mal. Man könnte sich überlegen, wer unterstützt jetzt nochmal dieses ganze Vorgehen? Es wird unterstützt durch die Industriellen, durch die Streitkräfte. Und beide sind in der Regierung. Das heißt, und die Kleinbürger, die müssen in der Regierung sein, weil das ist die Partei des Papstes. Ich guck mal, was passiert, wenn wir die rausschmeißen. Nee, gehen wir krass runter in die Nähe, alles klar. Nee. Wir können auch nicht großartig die Legitimitäten noch erhöhen. Sehe ich keine Möglichkeit im Moment. Das ist das, was wir haben. Diese 43%. Mr. Pink, wo du das jetzt ansprichst. Offenbar haben entweder viele Leute nicht zugehört oder ich habe mich falsch ausgedrückt bezüglich meiner Kritik Preußens und des Kaiserreichs. Ich habe niemals gesagt, dass ich kritisiere, dass Preußen kriegerisch vereinigt wird, sondern ich habe kritisiert, dass auf dem Weg zum Kaiserreich alles, egal ob friedlich oder kriegerisch, Preußen angeschlossen wird. Das war komplett ahistorisch, weil natürlich viele der Teilstaaten außer Hannover oder so, Bayern, Mecklenburg, keine Ahnung, diverse Teilstaaten haben natürlich ihre Staatlichkeit behalten, auch im Kaiserreich. Das Kaiserreich war nicht Österreich ist da, Leute. Das Kaiserreich war nicht Preußen. Also fragt mal, geht mal 1880 nach Bayern. Die hatten einen König. Die hatten einen bayerischen König. Die haben sich doch nicht als Preußen gefühlt. Das ist das Riesenproblem an dieser Mechanik. So. Okay, jetzt Österreich. Was ist hier los? Die Sache ist vorbei und es gibt tatsächlich eine neue Kaiserin. Eugenie von Thürnberg. Leider ist ihre Haltung uns gegenüber bevormundend. Österreich betrachtet den Kirchenstaat als sein natürliches Klientelland in geopolitischen Fragen. Es wird wahrscheinlich versuchen, uns zu einem Klientelland zu machen oder den Kirchenstaat noch weiter zu integrieren, falls wir bereits ein Klientelland sind. Das ist schlecht. Insofern ist leider Österreich nicht mehr unser richtiger Freund. Wir sind auf Maximum, das sollten wir auch bleiben, aber nee, richtig gut ist das nicht. Die sind immer noch im Bündnis. Ich guck mal ganz kurz, was passiert hier, Staatsrückgabe. Ja, können wir nicht riskieren. Können wir weiterhin nicht riskieren.
Ja, die falschen Ösis haben gewonnen. Okay, Leute, es ist wie es ist. Wir müssen damit leben. Radikale 35%. Ja, die Radikalität geht weiter hoch. Wie viele Umläufe haben wir Zeit? Vielleicht diesen und noch den nächsten? Wir brauchen die Präsidialrepublik. Steuern senken. Das könnte eine Idee sein, vielleicht ein bisschen gegenzusteuern. Das machen wir mal. Das ist eine gute Idee. Wir senken die Steuern. Das sollte auf jeden Fall die Radikalität reduzieren. Hat vielleicht auch Auswirkungen darauf. Moment, stagniert es. Aber mittelfristig hat das mit Sicherheit Auswirkungen. Okay, was ist hier los? Organisierte Verbrechen in Umbrien ist aktiv. Was? Geld investieren, um es zu unterdrücken? Oder minus 10% Autorität? Ja, komm. Nee, wir müssen dagegen angehen. Steuersenkung bringt auch Legitimität. Stimmt. Oh, das habe ich überhaupt nicht beachtet. Es bringt ja auch direkt minus 10% radikale Senkung. Ja, das ist natürlich gut. Das habe ich gar nicht beachtet, ja. Guter Hinweis. Das heißt, wir sind bei 49. Ja, sehr schön. Ich meinte, unsere Staatsbilanz ist auch sowieso extrem hoch. Vielleicht gehen wir einfach in die Miese. Wir bauen jetzt gar nicht. Unsere Goldreserven. Lass uns das nutzen, um jetzt hier... Das ist doch perfekte Politik, Leute. Wir senken einfach die Steuern, um unsere Verfassungsänderung durchzubringen. Und die Revolution zu verhindern. Das ist ein guter Plan. Der gefällt mir. So, wir haben jetzt gleich das mögliche Event. Oder auch nicht. Mal gucken, 37,6%. Ist das Ende des Papsttums? Und was passiert mit unserem guten Mann Borghese? Klingt nach Politik wie das Truss. Erfolgschance sinkt allerdings. Vielleicht sollten wir mal irgendwie die Streitkräfte oder die Intellektuellen. Okay, wir haben... Verdammt! Prominente Mitglieder der Industriellen, lautstark Unterstützer eines konkreten Gesetzes und enge Verbünde von Orazio Lanza... gerieten in einen Korruptionsskandal. Sie tauschen politische Gefallen gegen persönliche Geschenke. Minus 15%. Werfen wir sie den Wölfen zum Fraß vor. Wir müssen diese Sauerei beseitigen. Minus 10% und minus 5% Bürokratie. Verdammt. 26 nur noch. Eieieiei, okay, schlecht. Wow, 1885. Ein preußischer Proletarieraufstand, der es aber sowas von in sich hat. Preußen wird unterstützt von ein paar Kleinstaaten und von Bayern. Ist das denn jetzt auch endlich mal was Proletarisches? Ja! Es ist eine Republik mit Gewerkschaftern an der Spitze. Konrad Kempner. Wow. Das finden wir natürlich als nihilistischer Papst trotzdem scheiße. Oh mein Gott. Gut, wir checken mal ganz kurz unsere Gesamtsituation. So, Grundwaren ist okay. Hier haben wir ein Riesenproblem. Uiuiui. Das können wir vom griechischen Markt und Portugal. Ich denke, wir bleiben im eigenen Markt. Also wenn die uns unterwerfen wollen, werden wir da auch nichts machen. Blei ist bei plus 20%. Ja, gucken wir mal. Ja, der griechische Markt hilft uns hier ein bisschen. So, das ist insofern auch okay. Hier Porzellan. Haben wir da so hohen... Da haben wir doch Exporte, oder was ist das? Tatsächlich. Da könnten wir eigentlich selber mehr herstellen. Wein ist ein bisschen teuer für unsere Leute. Würde ich gerne nochmal einen Import machen. Ja, nehmen wir aus Portugal nochmal mit. Und
Waffen ist alles im grünen Bereich. Gaius, sei herzlich gegrüßt. Grüße auch an deine Zuschauer. Ich wiederhole kurz nochmal, lieber Gaius, was wir hier für eine leicht skurrile Situation haben. Wir haben uns ja eigentlich entschieden, einen konservativen Papst zu spielen. Das ging mehr schlecht als recht. Wir sind jetzt ein bisschen in der Stagnationsphase, weil wir diplomatisch nicht weiterkommen. Aber da ist was sehr Spezielles passiert. Wir haben einen bildhübschen neuen Papst erhalten, 36, der geliebt wird von der Bevölkerung. Es ist ein Borghese-Papst, in gewisser Weise ein Renaissance-Papst, anders. Er ist Nihilist und möchte das Papsttum abschaffen. Er ist gegen die Theokratie und für die völlige Trennung von Staat und Kirche. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, komplett etwas anderes zu machen und die Präsidialrepublik hier einzuführen. Daran arbeiten wir gerade. Es ist allerdings ein bisschen schwierig. Schwieriger als gedacht. So, mal gucken. Das ist jetzt das große Ziel und damit könnte auch diese Geschichte zu Ende gehen. Allerdings haben wir Radikale, vor allem natürlich Kurie, oh, einberufbare Bataillone, sehr, sehr gut. Natürlich radikale Mitglieder der Kurie, die das nicht wollen und Revolution ist auch so ein bisschen im Gange. So, ich hatte gesagt, ich will jetzt diese Schwimmhäfen, um Hafenmaximalstufe zu haben. Das machen wir als nächstes. Ja, ja, das war vermutlich der Geliebte des vorherigen Papstes. Da gab es tatsächlich ein Event. Das passte sehr, sehr gut. Tja, aber das zieht sich, ne? Habt ihr noch eine Idee, wie wir das beschleunigen können? Wir haben schon die Steuern maximal runtergezogen. Ich sehe im Moment keine Möglichkeit, jetzt hier den Erfolg noch zu verbessern. Das Einzige, was wir natürlich machen könnten, wir könnten dafür sorgen, dass wir eine der Parteien stärken. Dazu müssten wir allerdings irgendwie ziemlich viele Erlasse raus wegnehmen. Vielleicht die soziale Durchlässigkeitskampagne. Das wäre noch eine Möglichkeit. Das würde die Legitimität erhöhen. Die Frage ist, welche Seite stärkt man? Vielleicht die Streitkräfte? Oder die Industriellen? Die Streitkräfte sind wir schon am Stärken. Ja, dann stärken wir noch die Industriellen. Was ist jetzt passiert? Ach du Schreck. Okay, Leute, wir haben ein kleines Problem. Wir sind automatisch mit drin. Warum sind wir automatisch mit drin? Hä, warte mal. Diplomatie? Wir haben einen Verteidigungspakt. Ich hatte gedacht, oder habe ich das missinterpretiert, dass im Verteidigungspakt man trotzdem nicht automatisch drin ist. So war meine letzte Information. Okay. Ah, und ich kann nicht raus, weil sie uns über Umbrien zurückgeben. Ach du Scheiße. Lazio, Umbrien zurückgeben. Hä? Warte mal kurz. Umbrien zurückgeben. Ach so, die wollen den Krieg nutzen. Okay, alles klar, jetzt habe ich es kapiert. Also, das ist der finale Krieg, liebe Leute. Jetzt gilt es. Aber wieso sind wir nicht Kriegsanführer? Wir sind doch die Stärksten. Hallo? Die Osmanen sind auf der Seite von beide Sizilien. Nein, ich kann nicht rausgehen. Ich kann nicht rausgehen, weil Umbrien und Lazio zielt als Kriegsziel gegen uns. Und in dem Moment, wo das gegen uns zählt, kann ich aus der Nummer nicht mehr raus. Okay, gut. Jetzt überlegen. So, wir müssen auf jeden Fall, sollten wir die Militärgehälter erhöhen. Da kriegen wir 5 Zustimmung.
Wobei, die Streitkräfte sind eh schon auf plus 20, oder? Warte mal, kurz mal gucken. Die Streitkräfte sind eh loyal. Die Zustimmung hilft uns aber, also die, das hilft uns aber bei der Einberufungsgeschwindigkeit, oder? Nee, das bringt nur Zustimmung. Wenn man nur die Ausbildungsrate runter. Das heißt, wir brauchen eigentlich die Militärgelder nicht anheben. Okay, alles klar. Wir sollten, vermutlich werden wir ein bisschen Steuern senken müssen. Warte mal, meine Maus spinnt gerade, was hier passiert. Okay. Irgendwas stimmt hier nicht. Ah, wartet. Mauszeigergeschwindigkeit verändert. Okay, so. Einberufungserlasse haben wir in beiden Provinzen. Die sind beide aktiv. Das ist super wichtig. Wir müssen auch, das ist ganz klar, einberufen. Wir haben 108 Wehrpflichtige, 8 Berufssoldaten. Die Frage ist, warte mal, wir haben einen, was haben wir jetzt? Wir haben einen zornigen Mann, der gibt uns 10% Offensive und Defensive. Das ist schon mal sehr gut. Standhafter Verteidiger, 10% Defensive, sehr gut. Defensivstratege, 10% Defensive. Okay, das ist ja perfekt. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Die Frage ist, wie würde man jetzt diesen Krieg angehen? Wir haben 2 Fronten, das heißt, wir brauchen in jedem Falle 2 Generäle, sonst wird das gar nichts. Aber an irgendeiner Front sollten wir offensiv stehen, meines Erachtens. Okay. Ja, vermutlich im Norden angreifen, das würde ich auch so sehen. Das heißt, wir brauchen erstmal einen weiteren General. So, wir haben einen Hedonist. Gleichzeitig Bandit. Moralschaden. Traditionalistisch. Okay, das ist doch alles wieder Mist. Charismatisch, beliebter Befehlshaber und ein Bandit. Das ist blöd. Wir bräuchten wenigstens einen mit dem Offensivstat. Ich würde mal sagen, wir werden wieder ein bisschen Lotto spielen. Der Kriegsstand tickt für uns. Ja gut, wir werden mal rekrutieren und ihn wieder entlassen. Das gleiche Spiel wie beim letzten Mal. So. Forscher bringt uns nichts. Tapfer. Plus 25% Moralschaden Verteidigung ist vielleicht nicht schlecht. Kommandoschwelle interessiert uns nicht. Ist auch nicht so doll, oder? Werden wir auch nochmal wieder. Oh, warte. Werden wir auch wieder entlassen. Wir können das Spiel noch ein bisschen spielen, weil die Streitkräfte sind bei plus 20. Charismatisch. Oh, das ist doch alles Mist hier. Kommt, einen vernünftigen brauchen wir. Wir brauchen 2 Generäle. Geht halt nicht anders. Also das ist auch eine... Was? Hä? Warum kann ich den nicht in Ruhestand schicken? Scheiße, weil er zu den Grundbesitzern gehört. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Und die sind ja in der Revolution. Da habe ich nie aufgepasst. Oh. Oh nein. Jetzt haben wir da so einen Idioten. Was machen wir denn mit dem? Okay, also wir haben ein Genie und wir haben ein echtes Defensivgenie. Und einen Idioten. Kann man eigentlich nur den einen... Naja, wir müssen aber beide mobilisieren. Ja, das Problem ist ja, ich könnte noch weitere rekrutieren, aber wenn ich das tue, verteilen sich ja unsere Bataillone auf alle 3.
Und das wollen wir nicht. Wir wollen so viel wie möglich auf Ludovico Scamacca haben. Und wenn wir jetzt noch einen dritten haben, würde der noch weniger bekommen. Und das wäre schlecht. Okay. Naja, es ist, wir müssen, klar, wir mobilisieren jetzt. Du könntest noch einen rekrutieren und beiden guten befördern. Ja. Ja. Das wäre eine Möglichkeit. Was kommt denn da noch? Aber das kostet natürlich auch ohne Ende Bürokratie, die wir im Moment nicht haben. Wir haben noch einen standhaften Verteidiger. Der wäre okay. Ich bin mir nicht sicher, was passiert, wenn wir den einen nicht mobilisieren. Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Probieren wir es mal einfach aus. Wir rekrutieren den und mobilisieren den mal nicht. Mal gucken, wie sich das verteilt. Also, der wird mobilisiert. Ja, das Problem ist, es sind nur zwei... Ah, warte mal, es sind nur zwei Bataillone, die da nicht reinkommen. Das ist nicht so schlimm. Wehrpflichtige werden natürlich geholt, auch aus Umbrien. Aber die müssten dann doch auf die anderen aufgeteilt werden. Ja, werden sie. Das ist okay. Okay, okay, okay. So, jetzt ist die große Frage, wie machen wir denn die Fronten? Gehen wir jetzt wirklich rein defensiv? Aber wenn wir rein defensiv gehen, dann passiert doch gar nichts. Dann kann man den Krieg gewinnen, rein defensiv. Ist das denkbar? Andererseits, wenn wir nicht defensiv stehen, dann Süden halten, Norden pushen. Ja, das Problem ist, wir haben eigentlich niemanden, der pushen kann. Also wenn wir wirklich ernsthaft halten wollen, dann müssen wir Scamacca in den Süden bringen. Weil der ist der Defensivmann. Aber er hier unten, er kann überhaupt... Wie soll er gewinnen hier? Naja gut, ein bisschen Chance gibt's. Das ist schwierig. Und hier ist der größte Zahl... Boah, das ist doch doof. Das heißt, den Defensivstrategen müssen wir im Norden einsetzen, im Angriff. Er hat 58 und er hat 29. Das funktioniert doch alles nicht. Den dritten offensiv? Nee, sehe ich nicht. Warum das denn? Der soll gar nicht mitkämpfen, weil seine Werte sind idiotisch. Wir wollen ja, dass die Chance am höchsten ist, dass er hier mitkämpft. Ne? Also ich sehe da jetzt... Ja, wir können erstmal ein bisschen verteidigen. Ja, wir versuchen es mal. Ich packe ihn mal dorthin. Und den anderen... Ich meine, wenn hier der Vormarsch ist, ist es vielleicht nicht so wichtig. Aber ohne irgendwie anzugreifen, kriegt man doch nicht vernünftig Siegpunkte, oder? Marine spielt keine Rolle, die lassen wir im Hafen. Wieso muss Silvio befördert werden? Sehe ich eigentlich nicht. Weil wir brauchen den Großteil der Truppen hier. 58, 29. Nee. Marineblockade? Wieso ist das für uns ein Risiko? Hä? Wir haben doch kompletten Landzugang zu unseren Fronten. Das ist überhaupt kein Thema. Marineblockade. Und mit... Die haben 440 Bataillone. Die Anzahl der Bataillone ist manchmal erstmal gar nicht so entscheidend. In den Schlachten kommen ja nicht 440 Bataillone an. Funktioniert hier alles ein bisschen anders. Ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht irgendwo zumindest offensiv stehen sollten. Ich weiß nicht. Sie müssen beide auf Level 2. Das werden wir sehen. Das stimmt nicht. Er kann mit seinem Level 80 haben. Und Silvio Benki kann mit seinem Level 40 haben und er bekommt 29. Insofern können beide genau das, was sie sollen. Beförderung ist nicht nötig. Nee, Leute, das funktioniert anders. Schaut mal hier. Es gibt zwei
getrennte Limits. Ein Limit für Berufssoldaten und ein Limit für Wehrpflichtige. Die funktionieren komplett unabhängig. 4 von 40 und 0 von 80. Und er kriegt ja nicht mehr als 80 wehrpflichtige Bataillone. Meine Munition kommt, wir gucken uns das kurz an, ist alles noch im grünen Bereich. Hier allerdings müssen wir ein bisschen, warte mal, wo können wir noch, wir haben keinen Munitionslieferanten, das wird halt ein teures Vergnügen, ist klar. Wir können gar nichts holen, wir sind nur Juniorpartner in diesem Krieg, was ich ziemlich bescheuert finde. Warum? Also das verstehe ich nicht. Es ist doch, ja gut, es ist doch so ein Mini-Kriegsgegner, aber wir sind wahrscheinlich auch zu mini, oder? Warum führen wir nicht die Allianz? Das verstehe ich nicht ganz. Müsste doch eigentlich so sein. Aber vielleicht steigen ja noch irgendwelche ein. Spanien enttäuscht uns, erklärt die Neutralität. Gibt es hier noch irgendwer, der auf unserer Seite mitkämpft? Sardinien, Piemont. Ja, Leute, wenn die mit reingehen. Schaut mal, sie haben hier auch schon signalisiert. Das ist unsere letzte Hoffnung. Ne, das ist Frankreich. Wie viel haben die eigentlich zu bieten? 69 Bataillone, die können hier noch einiges verändern. Ja, das Spiel geht gegen Luca, nicht gegen mich, aber... doch auch gegen mich. Das ist ja das Problem. Das heißt, wenn das hier verloren geht, dann ist Feierabend. So, er hat auf seiner Seite 18. Sehen wir hier, was er da für einen General hat an der Front. Keine Generäle, Leute. Hier bringen wir die Front voran. Silvio Benki. Du kannst es zwar nicht, aber du musst es trotzdem machen. Was? Die Osmanen sind raus? Warte, was ist hier los? Hä? Russland ist drin, die Osmanen sind raus? Russland mischt sich ein? Was geht hier ab? Komm, bitte, hol Sardinien Piemont rein. Haben die irgendwie ihre Partner gewechselt? Oder was ist das hier? Sie sind auf jeden Fall nicht mehr im Bündnis. Was ist hier passiert mit den Osmanen? Frankreich ist drin. Ah, Chat. Ah, ich sehe es natürlich als letztes. Jawohl, Frankreich ist die Rettung. Frankreich wird unsere neue Schutzmacht. Großartig. Jetzt wird alles gut. Jetzt wird alles gut. Die Frage ist, ob wir dann nicht doch defensiv stehen wollen. Ja, die Bilanz ist mal nicht so toll. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder auf Mittel. Damit wir nicht ganz so schnell abkacken. Und vermutlich ungesunde Regierung. Wow. Vermutlich sind ein paar Kosten ziemlich hoch. Nö, sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, gehen wir jetzt defensiv. Die Frage ist, an welche Front geht Frankreich denn jetzt? Wo kommen die denn hin? Sehen wir das? An unsere Front nicht. An deren Front auch nicht. Also im Moment passiert noch gar nichts. Solange Frankreich nicht wirklich was tut, würde ich sagen, machen wir auch nichts. Ändern wir nichts an unserer Strategie. Hier schiebt erstmal Russland seine Einheiten hin. Wahrscheinlich gegen den Russen, meint ihr? Ja, aber wo denn? An welcher Grenze? Oder planen die eine Landung? Also die Russen kommen jetzt hier hin. So, es geht los. Huiuiuiuiui. Defensiv, meint ihr? Dann könnte es nach einer Niederlage schon vorbei sein.
Ja, aber ich spekuliere ja nicht. Schaut mal, die Franzosen stehen hier defensiv. Und der Gegner hat keine Generäle. Also, wenn wir irgendwo vorrücken, dann müssen wir an dieser Front vorrücken, Leute. Das ist unsere Chance. Da müssen wir in die Offensive gehen, während wir hier defensiv stehen. Und Prinz Leopoldi ist dabei. Zornig. Defensivexperte, das ist insofern gut. Ebene. Ja, mal sehen. Ja, was heißt, Frankreich wird solo gewinnen? Das, wenn Frankreich in der Verteidigung... Na, ist doch okay, wenn Frankreich in der Verteidigung steht, dann kann auch die Front nicht vorgerückt werden. Ist doch absolut in Ordnung, wenn einer verteidigt und einer angreift. Finde ich erstmal in Ordnung. Krankheiten oder Verwundeten. Es gibt ja noch keine Verwundeten, oder? Genesungsrate. Zivile Unterstützung. Ja, ja. Machen wir das. Maurice, sei gegrüßt. Wir sind hier in einem spannenden Moment. Hast du es verfolgt? Ich muss kurz erläutern. Also, die Sache mit dem Papst ist ein bisschen anders geworden, denn wir haben einen neuen Papst bekommen. Ein Schönling. Ein Borghese-Papst. Und der Borghese-Papst ist ein Nihilist. Und als Nihilist möchte er das Papsttum abschaffen. Er ist strongly dagegen, dass das Papsttum eine Theokratie ist. Und er ist für die völlige Trennung von Staat und Kirche. Aus dem Grund haben wir uns entschieden, komplett alles über den Haufen zu werfen und sind dabei, eine Präsidialrepublik einzuführen. Was allerdings jetzt kurz je unterbrochen wurde von einem anderen Ereignis, nämlich dem entscheidenden Endkampf hier von beide Sizilien. Die wollen uns quasi einnehmen, aber Frankreich ist auf unserer Seite. Wir wollen hier defensiv stehen, da offensiv stehen und wir sind gespannt, wie die ersten Schlachten laufen werden. Da wird die erste Schlacht stattfinden. Stahlskelettbau interessiert uns jetzt nicht. So, die Franzosen rücken vor gegen einen nicht vorhandenen... Was? Der Gegner ohne General gewinnt gegen die Franzosen? Das ist sehr erbärmlich. Okay, Trauerspiel, gucken wir schon mal nicht hin. Das ist ja erbärmlich. Warum hat er so eine geile Defensive? Haben die so eine gute Armee? Armee-Defensive, ja. Offensichtlich. Was haben die denn für eine Armee? Ist ja unglaublich. Lieber keinen General als einen Franzosen. Ja. Naja. Ja, ich weiß. Kann ich unter... Ah, stimmt. Kann ich auch beim Gegner unter Einheiten nachgucken? Richtig. Ja, richtig. Linien, Infanterie, Schrapnellartillerie, aber das haben wir alles, ne? Feldbefestigungen sind dabei. 66. Was haben wir denn eigentlich? Was kann unsere Armee eigentlich? Wow! Wir haben 116 Defensive. Zumindest unter ihm hier. Oh mein Gott! Das ist unglaublich gut. Okay, also die Defensive wird stehen, hoffe ich. Wir werden das gleich erleben. Die erste Schlacht wird hier ausbrechen. Wartet. Ja, 116 Defensive gegen 20 Offensive. Schaut euch das an, wie wir die wegknülzen. 66 Tote, 1000 Tote. Die Wehrpflichtigen haben dasselbe. In dieser Phase unterscheiden die sich, die Bataillon nicht. Das nenne ich mal eine Defensivschlacht. So wird Rom verteidigt. Ludovico Scamacca, unser Defensivheld. An dem werden sich die... Schaut euch das an, 170 Tote, habt ihr sowas schon mal gesehen? Gegen 2378. Genau, die heilige Handgranate. So, aber hier findet... Ah, okay, das ist diese ewig dauernde Schlacht statt. Da oben werden vermutlich die Freunde aus Lucca verlieren. Ja, Russland gewinnt hier. Okay, das wird gleich eingesackt werden, aber entscheidend ist ja die Geschichte hier bei uns. Und das ist direkt schon mal abgewehrt worden. Das Problem ist natürlich so, wer beschwerlich den Krieg gewinnen, wir müssen irgendwo natürlich auch ein bisschen in der Offensive vorankommen. Na, mal sehen.
Mal sehen. Heidig sprechen, ja. Das wäre schön. Achso, nebenbei haben wir übrigens auch noch eine kleine Revolution am Ticken und so weiter, wegen der Präsidialrepublik. Das sind nur so kleinere Probleme. Also die Front da vorne wird, glaube ich, gleich zusammenfallen. Oder nee, auf unserer Front sind ja plötzlich... Was ist hier los? Die Franzosen sind da und wollen selbst in die Offensive gehen. Oh, das ist gut. Ist er denn ein guter Mann hier? Hitzkopf. Diplomat, Befehlshaber, tapfer. Hm, kein so guter Offensivkämpfer. So, da werden die Franzosen leider verlieren, aber immerhin in der Offensive. Und hier trauen sie sich wohl nicht mehr. Ludovico Scamacca wird alles... Jetzt verteidigen sie hier noch. Nur noch. Ja, jetzt die Frage. Geht man jetzt doch in die Offensive? Aber er ist auch halt ein guter Verteidiger, ne? Er ist ein Defensivstrategie-Experte. Nee. Das sollten wir wahrscheinlich nicht machen. Nächste Schlacht hier. Wieder eine Niederlage der Franzosen. Also, dass wir jetzt da nicht vorankommen, ist natürlich echt erbärmlich. Das ist jetzt echt erbärmlich. Ist da oben das Ding schon eingenommen? Ja, tatsächlich, ne? Okay, Lucca ist schon besetzt. Damit werden jetzt die ganzen Truppen... Verdammt, Konvois werden versenkt. Okay, das wird jetzt hier langsam zum Problem, auch flottentechnisch. Wie sieht's aus mit der Versorgung hier? Wartet. Aha. 22%. Das ist ein Problem natürlich. Ja, bloß mit unseren zwei Flottillen werden wir da nichts ausrichten können. Hier ist jetzt doch jemand in die Offensive gegangen. Ein Franzose, der aber verliert, weil er zu wenig Bataillone hat. Okay, die Franzosen sind an dieser Front jetzt auch aktiv. Das ist schon mal gut. Die nächste Offensive Frankreichs wird gewonnen. Hervorragend. Der erste Sieg. Jawohl. Jawohl. Schaut euch das an. Die Gegenseite ist hier schon Kriegswille minus. Minus 12,1. Nee, das ist unsere Seite. Lucca ist das. Trotzdem sieht es insgesamt gut aus. Kriegswille minus 1,15. Auf der Gegenseite minus 2,77. Kleine. Lucca wird gleich kapitulieren. Dann wird das, glaube ich, anders wieder aussehen. Was? Verwundbare Fronten? Was hier passiert? Haben wir zwei Fronten jetzt? Wo? Hä? Herero? Was? Frankreich hat noch irgendwo eine andere Front und das wird mir... Hä? Russland? Ach du Scheiße. Okay, es gibt auch noch hier einen kleinen Kolonialkonflikt. Ja gut, damit haben wir natürlich jetzt nichts zu tun. Was für ein Chaos. Und außerdem hier noch Fotografien. International verbreitete Fotografien oder Legitimität? Kommt, wir machen Legitimität. Wir wollen schnell die Präsidialrepublik durchhaben. Ah. Drama pur. Die nächste Schlacht auf dieser Seite. Die Franzosen werden erstmal wieder verlieren. Ja, aber mit der Zeit wird das kommen. Da bin ich mir sicher. Mit der Zeit wird das kommen. Die nächste Offensive ist hier gelungen. Warte mal, jetzt geht das ja hier wie geschnitten Brot. Lucca kann vielleicht sogar noch befreit werden, oder was ist das? Frankreich wird erneut verlieren. Revolution geht runter auf 47%. Das ist okay. Unsere Bilanz ist ein kleines Problem, aber gut. Ja, klar. Wir werden nochmal... Wir werden jetzt... Es geht um alles. Wir werden die Steuern erhöhen. Auf Maximum. Und wir werden kurz die Regierungsgehälter mal ein bisschen kürzen. Notmaßnahmen. Ich hoffe nicht, dass die Heimatfront zusammenbricht. Handelsvertrag mit Portugal? Machen wir. Ja, gibt uns immerhin Bürokratie. Doppelwumms. So, es werden Generäle verlegt, weil... Kann das sein, dass hier... Lucca... Ist da die Befreiung? Hat die da schon stattgefunden? Nee, ist immer noch kontrolliert. Aber hier gibt es jetzt eine neue kleine Front, so wie es aussieht.
Ah, das ist aber gut, weil der Gegner muss dann auch verlegen. Und da haben die nur noch 2 Bataillone. Das ist gut. Während wir hier standhalten, wird dort Geländegewinn gemacht. Und die Franzosen gewinnen hier. Sehr, sehr, sehr gut. Leute, es läuft nicht schlecht. Auch wenn der Kriegsstand was anderes sagt. Es muss im Prinzip, müsste eigentlich nur Luca befreit werden. Ja, und unsere Bilanz ist schlecht, ich weiß. Aber was sollen wir machen? Die Franzosen verlieren doch. Hier drüben auch eine Niederlage nach der anderen. Ah, okay, hier ist ein bisschen zurückerobert worden. Ärgerlich. Ist befreit? Luca ist noch nicht befreit. Ja, Schuldenbremse, das wäre was Sinnvolles. Ja, was können wir noch machen? Wir sind beim Maximum Schulden. Wir könnten natürlich noch irgendwelche Verbrauchssteuern. Da fehlt uns aber die Autorität für. Ja, lohnt sich da dann irgendwas? Wartet mal. Spirituosen holt uns noch mit 8000. Für 100 Autorität. Ja, passt auf. Wir werden hier grüne Graskampagne aufheben. Und uns noch ein paar... noch ein bisschen was gönnen. Nein. Naja, warte mal. Wir wollen ein bisschen aufpassen. Ich will nicht, dass die Heimatfront zusammenbricht. Also man kann es jetzt auch nicht übertreiben. Man darf es nicht übertreiben. So, jetzt wieder ein Gewinn der Franzosen. Sehr, sehr schön. Auch eine größere Schlacht. Das heißt, es gibt auch mehr Geländegewinn. Das ist wichtig. Hier allerdings verlieren die Franzosen. Aber die haben ihre... Na, so doll war der Geländegewinn nicht. Die haben ihre guten Offensivgeneräle wahrscheinlich auf dieser Seite. Luca immer noch besetzt. Hier unten die nächste Niederlage. Aber wichtig ist, dass unsere Verteidigung steht. Und dafür sorgen wir hoffentlich. Frankreich gewinnt die nächste Schlacht. Diesmal nur eine kleine. Minus 35.000. Hier unten wird Frankreich stärker. Verliert aber erneut gegen Garibaldi. Dass der auch noch lebt, der ist 78. Dieser Feldmarschall Garibaldi. So, kommt. Der nächste Sieg der Franzosen. Wenn hier oben die Front zusammenbricht, dann sieht es gut aus. Aber dazu müssten diese Krieger... Oh, Leute! Silvio Benci! Erstmals selber in einer Schlacht mit einer 75er Offensive. Das war der, bei dem ihr sagtet, wir sollten ihn in die Defensive stellen. Und nun besiegt der General Igor Putiatin. Putiatin! Endlich ein Sieg des Kirchenstaates und endlich ein Sieg der Franzosen hier auf dieser Seite. Leute, das ist die Kriegswende. Das ist die Kriegswende, ich sage es euch. Gibt es jetzt hier nur zwei verschiedene Fronten? 10-10, die Franzosen gewinnen hier weiterhin. Panzerschiffe interessieren uns jetzt nicht. Der nächste Sieg dort drüben, verbesserter Dünger, interessiert uns jetzt auch nicht. Leute, die Front dort oben im Norden bricht komplett zusammen. Großartig. Hier rücken wir auch weiter vorne. Ist Luca jetzt endlich befreit? Immer noch nicht. Hä? Warum eigentlich nicht? Warum ist da keine Front? Oder sehe ich das irgendwie falsch? Die Revolution hat auch keine Chance mehr. Die Leute sind jetzt begeistert von dem, was hier losgeht. Die Franzosen gewinnen hier möglicherweise die letzte Schlacht im Norden. Vorgefertigte Krankenhäuser sind eine gute Idee. 10%. Und wir haben Luca. Leute, wir haben... Ah! Wir haben Luca. Wir haben Luca. Ja, großartig. Großartig. Das war unser General, der Luca besetzt hat. Ich habe es bloß nicht gesehen. Und wir stehen kurz vor der Hauptstadt des Gegners, Leute. Besser gesagt, die Franzosen. Wir sichern die Defensive. Die Franzosen, Pascal de Bussière, der geliebte General der Franzosen, sichert die Offensive. Ha! Russland kapituliert? Ohne Kriegsziel erreicht zu haben, ja, weil sie auch nichts hatten. Russland ist draußen, Leute. Russland ist draußen. Großartig. So, auch diese Schlacht wird gewonnen werden. Und das ist das Ende von beide Sizilien hier im Norden. Aber ich will aber sowas von Kriegsreparation jetzt erleben. Angriff auf Neapel, auf die Hauptstadt des Gegners. Ein Frieden wird angeboten. Was wollen Sie? Sie bieten sizilianische Kriegsreparationen an. Ja, mehr können wir ja eh nicht erreichen, oder?
Das ist das Blöde, ne? Das ist das wirklich. Das müssen sie noch reinbringen. Ja, die sind, gehen halt an Luca. Ja, okay, klar. Das können wir aber nicht ändern. Und das ist wirklich eine dämliche Spielmechanik. In so einer Situation würde man doch sich niemals begnügen mit diesem Ergebnis, oder? Ah. Ja, Leute, ich soll weitermachen mit minus 50.000. Das ist einfach Unsinn, jetzt weiterzumachen. Ja, da habe ich nur mein komplettes Land heruntergewirtschaftet. Vorsicht? Was Vorsicht? Also ich sehe, wir haben jetzt keine andere Option, als das zu machen. Hä, warte mal, ist das der richtige Vorschlag? Ja. Der Vorschlag ist sizilianische Kriegsreparation. Oder warte mal. Ja, nee, das ist doch korrekt. Das ist völlig korrekt. So muss es sein, Leute. Ja, nicht angefochten Kriegsziel. Es geht darum, dass Lucca, Umbrien und Lazio eben halt jetzt nicht durchgesetzt wird. So, trotzdem ist es irgendwie merkwürdig. Die Sache ist durch. Der Krieg ist beendet. Der Sieg ist unser. Sizilien wurde geschwächt, aber auch nur irgendwie so halb, ne? Auch nur irgendwie so halb. Aber, liebe Leute, die Revolution ist eingedämmt und das große Ziel ist die Präsidialrepublik. Werden wir es jetzt schaffen? Das ist die große Frage. Wir sind noch da, aber pleite? Nein, das würde ich nicht so bezeichnen. Das kann man nicht so bezeichnen. Okay, jetzt hoffe ich, dass wir die Präsidialrepublik kriegen. Mit 29%. Komm, das muss doch jetzt hier das Ergebnis sein. Nein! Öffentliche Ansprache. Was eine routinemäßige Rede über die Vorzüge eines Gesetzes von Amadeo Capallo hätte werden sollen, verkam rasch zu einem wahren Desaster in Sachen Öffentlichkeitsarbeit. Tja, Leute. Wir gehen runter auf 19%. Das wird wohl nichts. Das wird wohl nichts mehr. Ich muss aber auch hier mal ein bisschen die Steuern senken. So kann es nicht weitergehen. Wir müssen uns hier so langsam sanieren. Ah. Ach, schade. Ja, wie sieht es jetzt hier aus? Wir haben jetzt erstmal wieder Waffenstillstand. Glaube ich. Bis 91. Gut. Liebe Leute. Irgendwie kommen wir leider hier nicht zu einem befriedigenden Ende dieser Geschichte. Ich habe ja gesagt, dass dies der letzte Abend sein wird. Aber was machen wir jetzt? Wollen wir noch eine Runde abwarten? Die 19,3%? Vielleicht klappt es ja noch. Die Anzahl an Verletzten in unseren Gebäuden in Umbrien hat zugenommen. Ja, also 50% Fertigungsdurchsatz ist sowas krass Schlechtes. Das können wir aber nicht mehr durchziehen. Borghese sagt nein. Ja, der Krieg war befriedigend, das stimmt. Der Krieg war, na, so halb befriedigend. Wir haben einen Krieg gewonnen und unsere Generäle haben sich wirklich hervorgetan. Das kann man schon mal so sagen. Aber was ein bisschen unbefriedigend war, dass wir ihn nicht wirklich nutzen konnten für unsere Zwecke. Immerhin, unser Land ist nicht zerstört. Allerdings sinkt jetzt hier der Lebensstandard so systematisch ab aufgrund dieses Krieges. Oh, Bib kriegt auch hier einen ordentlichen. Habe ich die Schlacht gewonnen oder den Krieg? Beides. Wir haben ein paar Schlachten gewonnen und den Krieg in gewisser Weise auch. Tja, man könnte so einen Krieg, wie gesagt, eigentlich müsste der nächste Schritt muss sein, dass man den Krieg nach beide Sizilien trägt. Aber das. Oh. Was? Schon wieder hier? Revolution? Römische Kurie? Nee, die ist doch gerade jetzt hier bei 0.
geht sie wieder hoch. Ja, ja, weil die Radikalen wieder zunehmen, das ist das Problem. Wegen des Lebensstandards, ne? Und zwar rapide. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was machen wir da? Können wir irgendwas abschaffen? 5000, ah, das ist erbärmlich. Gut, wir müssen vielleicht den Markt ein bisschen mal checken. Können wir hier noch nette Importe machen? Nee. Getreide. Dynamit ist ganz schlecht. Das brauchen wir dringend. Das können wir aus Spanien holen. Immerhin. Beleis läuft auch nicht so gut. Ach, das ist da in Preußen immer noch, ne? Hm. Naja, solange es geht, machen wir es mal. Konvois haben wir. Ja, das wird ja kein großes Problem sein. Okay. Ja, hm. Also, jetzt, wir können jetzt auch nicht richtig bauen, ne? Also, wir sind jetzt in einer ökonomisch wirklich schwierigen Situation. Die Motoren brauchen wir weiter. Ich sehe jetzt keine wirkliche Möglichkeit, wie wir jetzt noch weiter Steuern senken können. Wir müssen uns da erstmal wie rausarbeiten, aber die Radikalen werden immer mehr. Undankbare Säcke, ja, so kann man es sagen. So kann man es sagen. Ich habe den Wein besteuert? Nee, ich habe doch nicht den Wein besteuert. Ich habe Spirituosen besteuert. Das ist was sehr anderes. Das ist alles, was destilliert wird, Leute. Unseren guten Wein steuere ich natürlich nicht. Unseren Messwein. Das ist ganz klar. So, Revolution geht wieder hoch. Theokratie bewahren. Das ist krass. Die waren mal komplett runter, ne? Wahrscheinlich aufgrund der Kriegsbegeisterung. Gibt es eigentlich sowas auch? Das wäre eigentlich auch noch ganz cool. So Kriegsbegeisterung im Sinne von Radikalität und Loyalität. Sehe ich aber im Moment nicht. So, wir wollen hier die Präsidialrepublik. Können wir vielleicht noch irgendwas an unserer Regierung ändern, dass wir... Oh, Legitimität mit 63 ist eigentlich ganz gut. Da kann man eigentlich nicht meckern. Ich meinte, wo wir noch ein bisschen einsparen können. Nee. Militärgehälter noch ein bisschen runter. Ja. So viel sparen wir da auch nicht ein. Die Kleinbürger raus, das geht nicht, weil unser Papst ist Kleinbürger. Und das geht auf keinen Fall. Und hier. Deswegen muss die Interessensgruppe, die ist die wesentlichste, um überhaupt hier eine gewisse Legitimität zu haben. Okay, wir haben wieder dasselbe Problem. Wir lassen das mal auf 5 durchlaufen. Beziehung verbessern. Ja, das könnte man noch machen. Die Frage ist, mit wem eigentlich? Österreich ist ja eigentlich nicht mehr unser Freund. Sind wir schon gut dabei? Frankreich ist auf 80. Spanien ist auf 80. Die Osmanen sind auf 80. Ich meine, wir könnten mit Russland mal verbessern. Aber da sind wir auch schon auf 22. Aber machen wir mal. Vielleicht bringt es ja noch was. Wie ist es eigentlich mit den Briten? Sind wir auf einvernehmlich 50. Ja, in Preußen, da dauert das scheinbar auch ewig. Ja, ja, Österreichs Meinung ist herzlich, aber sie sind... Oh, ja, die Haltung haben sie verändert. Oh, alles klar, wir können wieder mit Österreich Freund werden. Sehr schön. Gibt es da neue Interaktionen? Bündnisse, Verteidigungspakt geht alles nicht. Handelsvertrag, Zollunion würde auch nicht mehr gehen. Naja. Gut. Also, ich will hier noch die Präsidialrepublik. Wir wollen, dass der nihilistische Borghese Papst, dass der quasi sich selbst aus dem Amt hebt. Das wäre ein schönes Finale. Das Gesetz zeigen die Wahrscheinlichkeiten. Wir haben Vorankommen 29%, Debattieren 1 und Blockade leider 50%. Idiotischerweise. Naja, gut, das Problem ist, er ist nicht Chef der Kleinbürger. Deswegen blockieren die Kleinbürger das. Das ist das Problem an der Sache. Und wir gehen hoch auf 63% mit der Revolution. Ja, ich meinte, es ist 64.
Es kann ja auch nicht einfach 65. Ach du Schreck. Ich meinte, wir haben den Anstieg, haben wir zumindest jetzt abgebremst. Aber dramatisch ist es immer noch. Wann ist die nächste Wahl? 66. Ja, je länger die Bewegung aktiv ist, glaube ich, umso höher geht die Radikalität. Feminismus, auch das noch. Aber vielleicht unser Nihilist, der will, glaube ich, auch Feminismus haben. Okay, so, wir haben gleich den nächsten Tick. Ich gucke mal immer mal kurz auf den Markt, ob wir reagieren müssen. Oh, was ist hier mit Getreide los? Das ist schlecht. Warte mal kurz. Gehen wir auf Exportzölle. Wir haben immer noch Handelsrouten. Nach Österreich. Getreide sollte eigentlich nicht teuer sein. Da bin ich sogar, würde ich sogar radikal sagen, die Handelsroute muss weg. Vielleicht können wir eine neue aufbauen, die nicht so lukrativ ist. Aber das darf nicht sein, meines Erachtens. Die werden wir mal abschaffen. Ja, wir haben Exportpotenzial. Aber es reicht zum Beispiel in den spanischen Markt was zu machen. Und in den preußischen. In Preußen scheint die Sache irgendwie jetzt geregelt zu sein. Was ist da jetzt los? Preußen ist jetzt eine Republik. Wow. Die SDP führt alleine. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. So, was passiert hier mit unserer Präsidialrepublik? Der Getreidepreis ist jetzt sehr, sehr gut, ja. Das passt. So, Leute. 18%. Oh! Aber wir hatten immerhin mal eine Steigerung. Okay, Leute, ich würde sagen, wir gönnen uns noch einen Durchlauf, oder? Und wenn es das nicht ist, dann soll es so sein. Vielleicht ist in einem Durchlauf auch noch... Das wäre natürlich auch ein schönes Finale, wartet mal. Wenn wir doch noch hier was hinbekommen... und die Romagna zurückholen. Das wäre auch schön. Das wäre eigentlich auch ganz nett. Gibt es im militärischen Bereich noch irgendwas, was uns helfen würde? Nee, das nicht. Kriegsspiele bringt Belagerungsartillerie. 6 Jahre. Wird nicht reichen. Egal, starten wir jetzt. Ja, wir sitzen hier morgen. Also ich will entweder will ich die Abschaffung des Papsttums haben oder die Rückeroberung der Romagna. Und damit hätten wir dann den Status quo erreicht. Irgendwas von den beiden Dingen muss doch möglich sein. Die Frage ist, was wäre eigentlich... Ja, wir können das noch nicht. Wie lange genau geht der Frieden? Waffenstillstand, nochmal kurz gucken. Oktober 1891. 3 Jahre. Wie schnell gehen 3 Jahre vorbei? Und ist bis dahin möglicherweise die Revolution ausgebrochen? Das geht bis 20. Dezember 89. Okay, bis dahin haben wir aber ja so 3 Durchläufe. Ja, das Problem ist, wir müssen bedenken natürlich, der Krieg wird uns auch wieder viel, viel Geld kosten. Auch so eine Sache. Radikalen nehmen kaum noch zu, immerhin. Der Lebensstandard sinkt aber doch ziemlich deutlich. Ja, aufgrund dieser hohen Steuerlast. Das kann ich nachvollziehen. Eine Absenkung würde uns aber ins Minus bringen. Das können wir eigentlich nicht machen. Was war das? Ressourcenboom. Ja, sehr gut. Das ist schön. Bauen will ich eigentlich jetzt auch nicht. Außer es gäbe irgendwie ein ganz dringendes Gebäude, was wir absolut brauchen. Der Getreidepreis ist schon wieder so hoch gegangen, weil die Handelsrouten auch schon wieder so hoch sind. Eine spanische Handelsroute, die haben wir, glaube ich, aber nicht. Okay.
Preußen. Die handeln hier ziemlich viel. Naja, gut. Kommen wir mit klar. Wir gehen aber auf 6.000 jetzt schon. Langsam werden die Zinsausgaben natürlich auch geringer. Das sind ja fast 2.500 Zinsen. Muss man auch mal bedenken. Wir könnten auch schon die nächste... Ja, das wollen wir aber nicht. Wir wollen ja auch gar nicht bauen im Moment. Wir bleiben dabei. Ja, Leute, ich würde mal sagen, ich zünde mir mal ein Zigarillo an. Erlass durchgreifen in beiden Staaten für mehr Steuergeld. Ja, das könnte man machen. Oh, Verteidigungspakt von Frankreich. Da sind wir dabei. Hervorragend. Ist da sogar noch mehr möglich? Frankreich ist hier mit Ashanti am Start. Bündnis minus 13. Gar nicht so schlecht. Aber wir haben die Diplomatie nicht. Wir hätten sie jetzt. Ja, ich bin mir nicht sicher. Wenn wir jetzt ein Bündnis bilden, wir könnten ihnen eine Verpflichtung geben und dann hätten wir das Bündnis. Zollunion wäre möglich. Ja, aber wollen wir nicht Zollunion mit Frankreich? Ist natürlich auch nicht schlecht, oder? Dann wäre aber der gesamte Markt wieder komplett durcheinander. Was meint ihr? Wollen wir die Zollunion? Okay, machen wir das. Naja, eigentlich brauchen wir es nicht mehr. Eigentlich brauchen wir das Bündnis. Die Zollunion ist für uns gar nicht entscheidend. Wir haben eigentlich eine sehr stabile Marktsituation. Außer jetzt vielleicht so ein paar Probleme mit Maschinen und sowas. Aber insgesamt ist unser Markt gut. Ich würde sagen, wir versuchen das mit dem Bündnis. Und geben wir ihnen eine Verpflichtung? Oder halt die Frage ist es, das Problem ist natürlich, wenn wir ihnen jetzt eine Verpflichtung geben, können wir beim Kriegseintritt ihnen aber keine Verpflichtungen mehr anbieten. Habt ihr da Spielerfahrung? Das würde mich mal interessieren. Wenn man ein Bündnis hat, sind die dann ziemlich sicher mit im Krieg dabei, auch in einem Offensivkrieg? Oder ist es besser, die Verpflichtung aufzubewahren, um sie in den Offensivkrieg mit reinzuholen? Das ist jetzt die spannende Frage, weil man kann ja, glaube ich, nur eine Verpflichtung haben. Bei Bündnis gab es bei mir immer automatische Kriegseintritte, auch offensiv. Okay, pass auf, dann machen wir es mal. Ich mache das Bündnis mit der Verpflichtung. Und dann wollen wir die Romagna. Ach, wir wollen nicht nur die Romagna. Wir wollen hier oben die Toskana. Wir wollen Sizilisch Emilia. Wir wollen alles. Ja, ich weiß, die können auch ablehnen. Aber jetzt gehen wir auf volles Risiko. Oh, wir sind bei plus 8.000. Greift Preußen schon nach Frankreich? Ach, ich glaube nicht, das sozialdemokratische Preußen, das will nur Deutschland vereinen. Die wollen nicht expandieren. Aber was ist hier los? Ach du Scheiße. Frankreich ist im Krieg? Oder was ist das hier unten? Hä? Spanien ist da mit im Krieg? Okay, auf der Seite von Ashanti? Oh nein. Gut, das ist natürlich jetzt keine Hilfe, aber 2 Jahre haben wir ja noch. Toll. Großartiger Plan. Bilanz wird immer besser. Ich würde tatsächlich sagen, Spirituosen. Ich würde eigentlich gerne die Spirituosen abschaffen. Aber Radikale nehmen langsam ab. Okay, die Sache ist durch. Damit ist Frankreich wieder im Frieden, glaube ich. Hier gibt es ein Diplomatiespiel mit China. Ich hoffe, dass sie da nicht einsteigen. Österreich überlegt sich das. Was wollen die denn da? Wir gehen auf 30%. 46% Blockade. Eieieiei. Spannend, spannend, spannend.
Buch. Können auch ein bisschen was reinholen aus Preußen. Sollten wir für die arme Bevölkerung machen. Getreide ist wieder mir ein bisschen zu hoch, aber okay. Gibt es vielleicht irgendwo noch... Warte mal, wir wollen keine Importzölle. Aus Frankreich können wir noch ein paar der Maschinen holen. Das ist auch okay. Sprengstoff ist immer ein Thema. 5. Das ist erbärmlich. Das brauchen wir gar nicht erst anfangen. Geht aber jetzt. Wir haben hier eine hohe Exportroute. Ne? Nach Spanien. Na gut. Es ist, wie es ist. Der Pakt mit Lucca ist eine Gefahr. Ja, das stimmt. Insofern müssen wir Erster sein. Aber erstmal gibt es jetzt die Sache mit der Präsidialrepublik, Leute. Klappt es jetzt? Dekadente Prioritäten, die Gewerkschafter stellen eine Frage, ob die Einfuhr von Luxusgütern eine gute Sache ist. Sollen sie doch Brioches essen? Genau so sieht unser Papst das. So, wir sind bei plus 11.000. Aber ich würde sagen, wir lassen das mal. Weil wir, wenn wir einen Krieg führen, habe ich Angst um unsere Bilanz. Und im Moment geht es ja gerade so. Mit den Radikalen kommen wir zurecht. Lebensstandard stagniert, aber Stagnation. Wenn wir erstmal alles zurückerobert haben, dann geht es ja auch wieder aufwärts. So, verdammt. Okay, bürokratische, komplexe Vorgänge. Wir kommen da nicht weiter. Und die Bürokraten werden... Obwohl, warte mal. Erlassungszeit? Ja, dann nehmen wir lieber die Erlassungszeit in Kauf, als die Erfolgschance zu senken. Aber das hat jetzt weiter Radikale gebracht. Gut, dann sind wir jetzt im Jahr 90. Und wir warten auf das Ende des Waffenstillstandes. Oktober 91. Bilanz weiter deutlich positiv. Bürokratie haben wir auch noch ein bisschen was. Preis für Sprengstoffe geht wieder unangenehm hoch. Kleine Handelsrouten. Da gibt es auch keine besseren Handelspartner. Das lohnt sich nicht weiterhin. Okay, aber der Rest der ganzen Preissituation ist stabil, würde ich sagen. Und dass wir keine Basen haben, das ist nicht ganz so entscheidend. Wann immer ein Papst reformen will, sorgt die Bürokratie still und leise dafür, dass nichts passiert. Ja, genau. So sieht's aus. So sieht's aus. Die Revolution. Aber selbst die Revolution stagniert. Auch da sorgen die Bürokraten wahrscheinlich dafür. Okay. Unsere Schulden sind langsam abgezahlt. Wir haben nur noch 500 Zinsausgaben. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Plus 11.000. Ja, ist doch hervorragend. Theoretisch, wenn es dringend nötig ist, könnten wir dann auch hier und da nochmal wieder was bauen. Aber es ist nicht prioritär. So, 1890. Es flutscht noch alles, auch von der Performance her. Im Moment kein Problem. Nein, wir verleiben uns nicht den Stiefel ein, sondern wir. Es gibt jetzt ein Prestigeziel. Und das ist, den Staat zurückzuerobern, mit dem wir gestartet sind, 1836. Der Investitionsfonds ist prall gefüllt. Ja, das stimmt. Oh ja, 441.000. Stimmt. Wofür können wir den eigentlich verwenden? Für Landwirtschaft, Plantagen, Weiden und Infrastruktur. Okay, wir können also. Das machen wir mal. Das ist ein guter Hinweis. Sozialismus. Wir können hier noch ein bisschen was ausbauen. Ja, Seidenpreis ist hoch. Das oder Weizenfelder können wir auch noch ausbauen. Sehr schön. Guter Hinweis. Da müssen wir selbst nicht investieren. Sehr, sehr gut. 100.000 Arbeitslose? Wo? Oh, tatsächlich. Wo kommen die denn her?
Das ist ja ein Ding. Wo kommt die denn her? Gab es hier Entlassung? Muss es ja gegeben haben. Gab es Schrumpfungen von irgendwelchen... Es könnte von den Handelszentren kommen, aber die sind eigentlich hoch. Erstaunlich. Oder waren die mal in den Einberufungszentren? Kann das sein, dass das die ehemaligen Soldaten sind? Gibt es da so eine Mechanik, dass wenn die einberufen werden, dass die dann nicht mehr Subsistenzbauern werden? Nee, wisst ihr was? Wir haben durch die Migration... sind wir voll. Oh, krass. Wir müssen ausbauen, aber sowas von. Das ist der Hintergrund. Viehhöfe werden auch ausgebaut. So. Eine Wissensspende. Finanzmittel zur Gründung einer Universität. Nee. Wir müssen an den Krieg denken. Das sind Ausgaben, die wir uns jetzt nicht leisten können. Und was ist hier los? Nein! Die beiden Sizilien greifen... Was an? Die Radikalen? Ach so, in Montenegro. Okay, gut. Da werden wir nicht reingehen. Das interessiert uns nicht. Und Frankreich verlangt die Unterwerfung. Was? Weil wir die Verpflichtung abgegeben haben. Diese Schweine! Das kann doch nicht wahr sein. Okay. Okay, wenn wir jetzt ablehnen, sinken unsere Beziehungen zu Frankreich maximal. Das heißt, das ganze Bündnis ist für den Arsch. Reduzierte Beziehung zu allen anderen Ländern, denen wir eine Verpflichtung schulden. Das können wir direkt mal nochmal gucken. Ja, haben wir nur gegenüber Frankreich, okay. Und reduziertes Prestige und Verringerung des Abklingens der Verrufenheit für einen Zeitraum von 5 Jahren. So Leute, was sollen wir machen? Und unterwerfen uns Frankreich? Ist das das Ende? Okay, gut. Dann können wir nur hoffen, dass... Dass Österreich... Na komm, Österreich kann uns immer noch helfen. Ich könnte noch Krieg führen, aber wir sind dann ein Protektorat der Franzosen. Avignon 2.0. Ja, wollen wir das? Abstimmung? Ja, cool. Leute, wir machen eine Blitzabstimmung. Kommt, wir machen eine Blitzabstimmung. Abstimmung. Neue Abstimmung. Protektorat. Fragezeichen. Antwort 1. Vote 1 ist ja. Vote 2 ist nein. Eine Minute nur. Ganz schnell die Umfrage beginnt. Ihr seht, wie man Umfragen macht. Der Nightbot sagt es euch. Oder ihr klickt direkt rein. Die Unabhängigkeit gegen Frankreich erkämpfen. Leute, wir werden hier nicht mehr so viel in diesem Spielstand erleben. Aber wer weiß, vielleicht nehme ich ihn nochmal auf irgendwie im neuen Jahr oder so. Ich will das nicht ausschließen, weil das ist irgendwie zu geil. So, wie steht's? Was sagt ihr? Protektorat, ja? Das... Naja. Protektorat ist sehr nützlich, um die Franzosen in die Kriege zu bekommen. Ja, ist richtig. Aber sie können natürlich dann auch im nächsten Schritt uns zur Marionette machen. Ne? Waren die Franzosen nicht Protektor des Papstes gegen Italien? Ja, waren sie tatsächlich, historisch. So, ihr habt aber gesagt, nein. Damit ist die Sache entschieden. Nein ist nein. Wir haben keine Verpflichtung. Die Beziehungen sind aber immer noch herzlich. Jawohl. Und schutzbedürftig. Ja, super. Ich würde sagen, wir verbessern sie mal wieder. Das ist doch glimpflich abgegangen. Und das Bündnis ist auch noch da. Okay. Der Chat hat richtig entschieden, würde ich sagen. Der Chat hat es richtig gemacht. Mal einen Tick abwarten. Nee, wir sind immer noch im Bündnis. Da hat sich nichts verändert.
Plus 31, alles gut. Ah, okay, verdammt. Unsere Leute migrieren nach Kroatien. Ernsthaft? Aber Süditaliener nur. Es wohnen bei uns Süditaliener? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal ganz kurz auf die Kulturen. Ja, es wohnen... Okay, wir sind zu großen Teilen sogar Süditaliener. Wahrscheinlich sind das die Arbeitslosen aus Lazio. Ach, sollen sie doch gehen. Die brauchen wir jetzt auch nicht. Ja, war ein wohlwollendes Angebot. So sieht's aus. Ja, sehr schön, wie wir mit den Investitionsfonds hier jetzt gut bauen können. Das passt. Die Landwirtschaft ausbauen. Hervorragend. Eine Liebschaft. So, wir sind im Jahr 1891, Leute. Es geht gleich los. Die haben auch noch ihre Balkan-Nummer. Wer weiß. Ich meinte vielleicht... Ah gut, das wird eine simple Sache sein. Ich hatte gehofft, dass da noch jemand mit einsteigt. Sie sind im Verteilungspakt mit Griechenland. Das ist ihr einziges Ding. Scheiße. Wie ist denn das plötzlich passiert? Okay, Leute. Ich weiß, wie dieser Abend enden wird. Aber Frankreich ist auf unserer Seite. Ja, so, warte mal. Wenn Frankreich auf unserer Seite ist, müssen wir eigentlich unsere Wehrpflichtigen mobilisieren? Reichen nicht unsere 5 Bataillone? Kommen nicht die Franzosen dann irgendwie maximal zur Hilfe? Hat der Gegner überhaupt Wehrpflichtige? Bestimmt, ne? Nee, hat er doch nur 9. 9 einberufene Bataillone, ist ein Witz. Wir berufen nur unsere Wehrpflichtigen ein. Hier, mit Ludovico Scamacca. Der wird mobilisiert und er hält erstmal wieder die Front. Und alles andere wird sich zeigen. Verteidigungspakt mit Spanien? Ja, nehmen wir jetzt alles an. Alles gut. Zollunion? Nein, das geht zu weit. So, kommen wir jetzt... Aha, schaut euch das mal an. Wie ist wieder die perfekte Arbeitsteilung? Jawohl, jawohl, jawohl. Das war's mit der Revolution. So geht's, Leute. Okay, Annelien brauchen wir nicht. Bis wann müssen wir jetzt warten? Waffenstillstand bis Oktober 91. 50% Erfolgschance hier. Blockade liegt nur bei 2%. Oh mein Gott. Wir schaffen es. Wir schaffen es. Wir schaffen es. Wir werden es schaffen. Ich bin mir sicher. Die Frage ist jetzt... Wisst ihr was? Die Streitkräfte sind jetzt mächtig. Das wiederum... Boah, das ist so genial. Das gibt uns jetzt den Bonus von 30% Offensive. Das ist der Hammer, Leute. Sizilien kann einpacken. Jetzt muss nur noch Frankreich an unserer Seite stehen. Und nicht irgendwie mit irgendeinem Quatsch beschäftigt sein. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, was geht denn hier gerade ab? Betrifft aber hoffentlich nicht sie. Wir sind bei minus 110. Gibt uns Prestigeabzug. Warte mal, ich muss kurz mal abtauchen. So. Beziehungen zu Frankreich sind auch schon wieder auf 41. Das geht hier ein bisschen runter jetzt wieder mit der Zeit, ist klar. Blockade 3,5%. Ja, wir werden nicht die Toskana befreien. Wir werden uns das noch... Ich glaube, mal sehen, wie viel wir haben. Wir haben ja nicht so viele Punkte hier. Was ist denn das hier eigentlich für eine Geschichte? Ach so, wir sind hier mit im Krieg. Ach du Schreck. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Russland.
Was wollen die denn da bitte? Das heißt, die Franzosen sind komplett beschäftigt, oder was? Wenn Russland mit einsteigt. Warum mischt sich Russland immer in jeden Scheiß ein? Das ist doch das ist unfassbar. Unfassbar. Ja, das ziehen die jetzt hier durch. Mit Russland kann ich da eh nichts machen. Ich habe keine Verpflichtung gegen Russland. Jetzt gibt es hier auch noch irgendwie so eine Popelkolonie. Oh Gott, und wir sind überall jetzt mit drin. Ja, toll. Zu den Waffen. Nee, nichts zu den Waffen. Wir kämpfen nicht mit. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo das hier überhaupt stattfinden soll. Futa Toro, wo ist das bitte? Okay, das ist also hier mal wieder so ein afrikanischer Krieg. So, es ist die Frage, was die Franzosen da jetzt treiben. Die Russen ziehen voll die Einberufung durch. Es kann sein, dass wir auf uns selbst gestellt sind bei dieser Geschichte. Bin ich mir nicht sicher. Russland hat da unten Kolonien, ja. Naja, die Fronten interessieren uns nicht. So, Lebensstandard geht wieder hoch, das ist gut. Können wir hier eine Neutralität erklären? September 91. Waffenstillstand ist vorbei, oder? Okay, Leute, jetzt wird's ernst. Jetzt ist die große Frage. Hä? Nee, Waffenstillstand ist nicht vorbei, oder was ist hier los? Oder kann es sein, weil ich im Krieg bin, kann ich keinen neuen Krieg anfangen? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, wie bitter ist das denn? Und das wird jetzt kein schneller Krieg werden. Die Franzosen legen da alles, was sie haben, hin. Und die Russen auch. Nicht genügend Diplomatie? Nein, daran liegt es nicht. Nein, 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 nein. Ich kann keinen Krieg ausrufen. Ausbildung zahlt sich aus. Okay, nochmal plus 10% Offensive, Leute. Wir hätten jetzt einen offensiven Wert von 40-50%. Wir werden jetzt so, wir würden da durchgehen wie, keine Ahnung. Unglaublich. Im Übrigen, ich denke, wir können jetzt auch die Steuern wieder auf Norm bringen. Aber das ist doch kein Krieg, der hier schnell zu Ende geht, oder? Die haben hier alles reingeschickt. Und das sind auch nur so eine Mini-Schlachten, weil hier keine Infrastruktur ist. Das wird ewig dauern. Ich könnte kapitulieren. Ich könnte kapitulieren. Was hat das? Ja, es gibt kein Kriegsziel uns gegenüber. Das stimmt. Das ist eine gute Idee, ja. Das ist eine gute Idee. Es könnte sein, sind die Franzosen dann sauer? Guter Hinweis. Das hatte ich gar nicht so im Blick. Okay. So, Staatsrückgabe. Also, Frankreich wäre auf unserer Seite. Und wir könnten sicher noch andere mit reinziehen. Wir ziehen das durch. Jetzt ist die Frage, jetzt müssen wir gut überlegen. Wir haben 60 Schachzüge. Idealerweise würde ich gerne noch die Toskana reinholen, aber es wäre ganz cool, wenn wir auch noch ein paar Länder... aber es sieht nicht so aus, als ob es möglich wäre. Ich hätte echt gedacht, dass Österreich drin ist, aber es sieht nicht so aus. Ich weiß, Frankreich ist in Afrika. Frankreich ist in Afrika. Das ist mir bekannt. Aber sie sind ängstlich, weil Frankreich drin ist. Wir zocken einfach.
Wir machen jetzt Pokerspiel. Außerdem haben wir unseren genialen Verteidigungstypen. Scheiße! Frankreich ist ausgestiegen. Oh nein. Oh nein. Ah, oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Komm, lass uns noch schnell zur Präsidialrepublik Republik werden. Wir können nichts beeinflussen. Ja, hätte ich mal abwarten sollen. Ja, wir mussten das jetzt einfach hier ein bisschen auf die Spitze treiben. Päpstliches Pokern. So. Wir sollten vielleicht auch erstmal die komplette Mobilisierung starten. Und wir mobilisieren... mobilisieren wir wieder... Oh, der ist Offensivplane-Experte. Das ist ja fantastisch. Der ist richtig gut geworden. Wir mobilisieren beide. So, und jetzt ist fast schon zu überlegen, er hat 37, er hat 74, ob wir ihn nicht befördern, um gleich stark offensiv und defensiv agieren zu können. Das mache ich. Okay. Und er wird dann da die Front voranbringen und er wird da verteidigen. So. Und ja, wir gucken mal, ob wir noch jemanden reinholen können. Im Moment geht es ja eh nicht. Spanien. Wenn es gehen würde, würden wir das ja hier oben angezeigt bekommen. Sie sind zuversichtlich, ja. Na, mal schauen, ob sich da noch was ergibt. Oh, da ergibt sich noch was. Wir können Luca reinholen. Ja, großartig. Danke, Luca. Nee, das macht nur Schere rein, weil wir da eine zusätzliche Front bekommen. Ah, was fehlt denn hier noch? Österreich. Hat keine Verwendung für eine Verpflichtung. Tja. Wollen. Ja. Ist nicht, Leute. Ist nicht. Wir stehen alleine da. Naja, dann können wir auch noch Kriegsziele hinzufügen, oder? Dann wollen wir auch noch die Toskana. So, zack. Und wir warten mal noch ein bisschen. Vielleicht kommt doch noch was dazu. Vielleicht kriegen wir doch noch eins. Selbstsicher sind wir. Ja, ja, ich rück ja auch nördlich vor. Das ist ja der Plan. Kriegsreparationen interessieren uns ja jetzt nicht. Wir wollen hier vor allem Land erobern. Geld spielt jetzt hier im Moment keine Rolle für uns. Warum sollten wir Kriegsreparationen? Vor allem dann müssen wir nämlich Österreich beeinflusst. Ach, da in der Schweiz geht irgendwas ab. Ja, da ist eine Revolution. Nee, vor allem dann müssen wir ja in Richtung Hauptstadt ziehen. Wir wollen hier oben alles erledigen. Okay, Leute. Das ist jetzt das Finale dieses Abends. Hier kommt keine Länder mehr dazu. Warum, wo sind unsere ganzen Rekruten? Die brauchen irgendwie mir ein bisschen zu lange, ehrlich gesagt. Das ist ja erbärmlich. Wo sind denn, das dauert ja ewig. Was ist denn hier los? Einberufungszentren, 31.000. Das ist ein bisschen schwierig. Muss schon ein bisschen schneller gehen. So. Gleich Neapel? Nee. Wir wollen... Nein, das ist nicht gut, Leute. Ich habe einen Erlass, ja. Militärausgaben macht maximum keine höhere Einberufung.
nur wenn man geringer geht. Sei erstmal gegrüßt hier, lieber Raider. Sehe ich gerade nicht, wer geradet hat. Schinkengatze. Wir sind hier in der dramatischen finalen Phase dieses Runs. Es geht alles um alles oder nichts. Ich werde jetzt noch ein weiteres Kriegsziel hinzufügen. Nämlich Sizilianisch Emilia. Wenn, dann wollen wir alles haben da oben. Ne? Habe ich das jetzt hinzugefügt? Nee, ne? Start erobern. So, zack. Mich macht nur ein bisschen nervös, dass hier unsere Leute nicht kommen. Der hat nur 5 Einheiten. Wo sind die ganzen Wehrpflichtigen? Also wenn hier nichts kommt, muss ich erstmal auf Verteidigung gehen. Ja, die einberufenen Erlasse sind eigentlich alle noch aktiv. Nein, in Umbrien nicht. Aber gut, da kommen auch nicht so viele her. Das können wir auf jeden Fall noch raushauen. Eigentlich kommen ja alle aus Lazio. 2 Länder sind jetzt zu beeinflussen. Oh. Russland. Vertragshafen. Eieieiei. Aber hier sagen sie nein. Hä? Warum ist hier nein, wenn mir da was angeboten wird? Verstehe ich nicht. Wir lassen es mal laufen. Ach, hatten wir keine Punkte mehr? Oh. Hatten wir keine Punkte mehr? 22? Wie viele Punkte brauchten wir? Steht hier gar nicht. Vertragshafenforderung. Ah, okay. Das Angebot ist raus. Aber was ist mit unseren Bataillonen? Die laufen alle hier rein. Die müssen doch auch, ein Großteil muss da auch da reingehen. Also, wenn wir da nicht genügend haben, müssen wir erstmal da defensiv stehen. Das funktioniert so nicht. 7 kommen jetzt. Jetzt kommen sie da ein bisschen rein. Ah, 7 werden offensiv nicht reichen. Ah, das ist zu wenig. Er hat dort aber auch nur 8. Warum steht denn da 14? Ja, komm, versuchen wir. Der schafft das schon. Der schafft das schon. Okay, gleich geht's los. Das große Finale. Die brechen alle ihre Handelsverträge. Ja, wir gucken mal, wie es aussieht. Jetzt nur nicht keine Panik schieben. Ja, wir brauchen ein bisschen was. Holen wir aus dem spanischen Markt. Und aus Österreich. Das Problem ist natürlich, dass sie uns das abfangen können. Die Kanonen holen wir aus Österreich und aus Spanien. Wir machen mal keine Importzölle. Der Rest ist okay. 6 sind in der Garnison, nicht an der Front. Ja, wie kommt das? Haben wir hier nicht richtig ausgehoben? Doch, wir haben alles mobilisiert. Mobilisiert, Mobilisierung 99%. Die Wehrpflichtigen sind halt noch nicht alle da, ne? Das ist das Problem. Schaut mal, wir haben doch 50.000 Wehrpflichtige, die im Moment nicht da sind. Die kommen im Laufe des Krieges, so ist es halt. So, jetzt geht's los. naja, hoffen wir mal das Beste. Der Gegner wird die Auftaktschlacht haben. Und, haha, mit 99 Defensive, Silvio Benci wird hier den ersten Sieg haben. Inspirierende Rede für die Präsidialrepublik. Ja, sehr schön. 15%, 57%. Okay, der erste Sieg ist unser. Wie sieht es hier drüben aus? Eieieiei. Mit
gegen 146 Defensive. 36 zu 86. Wie kriegt er denn im Offensivangriff 86 Bataillone da rein? Wie ist das denn bitte möglich? Und das ist Garibaldi gegen 146 der Defensive. Das ist ja unglaublich. Das habe ich noch nie gesehen, dass es im Angriff so eine Überlegenheit gibt. Unser großartiger Scamacca kann selbst dort nicht... Oh mein Gott. Okay, das ist ein Problem, weil das betrifft natürlich direkt unsere Hauptstadt. Wir müssen also sofort zurückerobern. Eieieiei. Das war, da müssen wir extremes Würfelpech gehabt haben. So, unsere Offensive scheitert natürlich, das war zu erwarten. Aber was haben wir für einen Offensivwert? Gar nicht schlecht mit 91, der Gegner aber mit 98 auch gut, weil der ist Defensivstrategie-Experte. Oh, Leute. Und der, oh Gott, dadurch, dass es so eine Riesenschlacht ist, kann Rom jetzt gleich verloren gehen. Das ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass Rom jetzt gleich verloren geht. Ich meine, wir stehen Gott sei Dank defensiv, aber trotzdem, die Schlacht ist zu riesig. Je größer die Schlacht, umso höher die Gebietsverluste. Das ist das Problem dabei. Eieiei. Oh, aber hier gewinnen wir doch. Silvio Bengci. Er gewinnt doch. Großartig. Aber hier eine mega Niederlage. Aber schaut euch das mal an. Auf der Gegenseite 11.000 Tote, auf unserer Seite nur 6.000. Okay, also das war ein Erfolg. Ja gut, das hat man auch gesehen. Oh mein Gott, schaut euch das mal um. Es geht in die andere Richtung. Es ging eben kurz in die andere Richtung. Aber es ging nur kurz. Ah! Und Rom ist komplett gefallen. Das ist jetzt die Front hier. Auch nicht schlecht. Wo kämpfen wir gerade? Hatten wir nicht gerade eine Schlacht? Nee, Rom ist nicht gefallen. Was ist denn das? Wo ist die Front? Ich sehe nicht durch. Ach, Rom ist zur Hälfte gefallen. Oh, oh. Oh, oh. Was haben wir denn jetzt hier für eine Dreierfront? Was ist denn das hier? Latien, Umbrien? Ich sehe nicht mehr durch. Nein, wir haben eine Nullerfront. Was ist denn hier passiert? Sind die da gelandet? Scheiße. Wo ist unser General? Wo ist er denn jetzt hin? Er ist da oben hin zur Frontverteidigung gekommen. Oh mein Gott. Okay, das ist jetzt scheiße. Wie schnell ist er da? Das ist die große Frage. Wie schnell ist er jetzt hier an dieser Front? In 2 Tagen. Okay, das geht noch. Wir sind wieder da. Wir sind zurück im Spiel. Die Defensive steht wieder. Das ist das Problem. Da wird man im Spiel nicht informiert, wenn so ein Scheiß passiert. Korsische Migration. Das interessiert uns jetzt sowas von gar nicht. Ja, da ist jetzt Frieden. Okay. Ja, hätten wir es mal abgewartet, ne? So. Was passiert jetzt? Beide Seiten gehen jetzt in die Defensive. Nee, er rückt vor. Aber ich sehe die Schlacht nicht. Wo findet die Schlacht statt? Verpasse ich hier gerade eine Schlacht? Hier! Eine Schlacht, die wir gerade erbärmlich verlieren. Eine Offensivschlacht. So, der Gegner verteidigt hier. Ich denke, wir müssen dann jetzt hier in die Offensive gehen. Oder? Das ist unsere letzte Chance. Hier gewinnen wir. Rückt vor an die Front. Ah! Das wird eine Niederlage. Ich meine, wir haben auch schon Land beim Gegner erobert, aber dadurch, dass sie so tief bei uns drin stehen, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Unsere Offensive verpufft leider. Aber es sind wieder mehr Tote beim Gegner als bei uns. Und jetzt haben wir ein Problem. Gleich, vermutlich. Aufstieg der Radikalität. Nee. So radikal sind wir jetzt doch nicht. Das wird wieder ein Sieg, okay. Das heißt, wir können vielleicht was zurückerobern. Was haben wir hier unten? Ah, wir sind kurzzeitig in die Offensive gegangen. Aber da werden wir zurückgeschlagen.
immerhin auch ein gewisser Zeitgewinn. Haben wir da jetzt was zurückerobert? Ja. Oder? Leute, ich sehe nicht mehr richtig durch beim Frontverlauf. Die Front ist jetzt hier reingeschoben. Und das ist quasi nur... Ah ja, jetzt kapiere ich es. Warte mal, die Front ist so und so. Und der Gegner hat von hier Lazio erobert. Ah, alles klar. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Berühmte letzte Worte. Jawohl. Ja, sehr schön. Okay. Oh mein Gott. Okay, das war schon sehr, sehr cool. Aber warte mal, ich habe zu schnell vorangetrieben. Ich hätte zwischenzeitlich mal auf den Kriegswillen schauen können, um zu sehen, was hat ihn jetzt eigentlich runtergetrieben. Katholische Theokratie ist immer noch die Regierung. Sagen wir es mal so, der Papst hat sein Ziel, eine Trennung von Kirche und Staat, erreicht. Wir gucken mal ganz kurz als Zuschauer da rein, in diese Situation. Ja, so sieht es nun mal aus. Beide Sizilien. Und beide Sizilien wird demnächst Italien gründen. Wir sind bis ins Jahr 1892 gekommen.